Yeshua el-Messihu Akbar. Aber Bruder, weißt du eigentlich den, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen uns und zwischen der Gummibärchenbande? Der Unterschied ist, wir beleidigen nicht, Wir erzählen Bruder. die Wahrheit. Das ist noch das Problem. Wir erzählen wenigstens Genau. noch die Wahrheit, aber die lügen ja nur noch. Das ist echt so. Absolut. Weltkonvertierungen, Bibel verdrehen, Wörter Bruder, hier weißt du, was das hinzufügen. Schlimmste an der ganzen Sache ist? Die Das ist das Allerschlimmste, diese Fake-Konvertieren. Boah, brutal. Diese Das. Fake-Konvertierungen, die sind der Hammer. Ich glaube, er hat einen Anruf bekommen oder so. Okay, hat Hallo. man. Ja, man hört dich wieder, man hört dich wieder. Hast einen Anruf gekriegt? Ja, genau. Ja, Okay. Alles ja. gut. So. So, dann gucken wir mal. Naja, versuchen wir mal unser Ich Bestes habe hier. gerade gedacht, Menzer hat gesagt, der kommt gleich, glaube ich, oder? der ist noch am Streamen. Okay. Ich habe irgendwie verstanden, der kommt gleich, aber okay, nicht so schlimm. Dann gucken wir mal. Hey, bei allem Respekt, ich hoffe, Oder dass die ich Leute. habe gedacht, jetzt kommt der Mega-Löwe nach oben. Oder Hato, Katastrophe. Katastrophe. Hato. Einen wunderschönen guten Tag, meine Brüder und Schwestern. Einen wunderschönen Ich guten war Tag schon mal euch. hier bei Flex und ihr habt mir sehr, sehr, sehr schön immer die Fragen beantwortet, die ich hatte. Und wir hatten eine sehr, sehr schöne Diskussion hier gehabt. Ich habe noch, natürlich habe ich auch, nachdem wir gesprochen hatten, die Bibel gelesen und mir wurde sehr vieles klar. Ich habe eine einzige Frage noch. Wenn ich mich also theologisch gesehen habe ich mich sehr gut befasst und sehr gut informiert, was auch emotional in mir reingegangen ist. Allerdings, wenn ich so halt im Internet nachrecherchiere, kommen immer wieder, deswegen frage ich dich jetzt, Flex, weil du wahrscheinlich eine sehr gute Antwort darauf hast, dass die äthiopische Bibel nicht anerkannt wird oder verstoßen worden ist, obwohl das eines der ältesten Also biblischen Texte ich ist. folge nur das Evangelium Gottes. Also irgendwas anderes, äthiopische, ebotische, das ist, interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Aber das stammt doch von denen. Keine Die, Ahnung, da das müsste ich mal Evangelium. nachschauen. Keine Ahnung. I Sagt don't wer? Wer sagt, dass die äthiopische Bibel von was abstammt? Nein, Genau. also das Evangelium soll ja anscheinend von der äthiopischen Bibel abstammen. Ja, Da okay. wurde, Okay, pass stimmt das mal. nicht? Ich frage Warte. jetzt nur, ich will einfach nur wissen. Also wenn Guck mal, einfach, ich verstehe dich, dass du dich von solchen Dingen durcheinander bringen lässt, oder dass dich das verwirrt, aber jetzt ist einfach nur logisches Denken angedacht, okay? So, du hast Jesus Christus, okay? So, danach hast du seine Jünger und die Apostel, ja? Die Briefe teilweise geschrieben haben, okay? Richtig, richtig. So, okay. Wo haben die sich denn befunden? Haben die sich in Israel befunden? Und dann sind sie Richtung Asien, also Richtung Kleinasien, also Türkei, Griechenland und so weiter. Oder sind die direkt runter nach Äthiopien und haben nur dort das Evangelium verkündet, dann ist dort die Bibel entstanden und dann ging es raus in die ganze Welt. Das ist also dein Gedankengut oder dein Gedankengang verstehe ich voll und ganz. Ja. Allerdings, wenn wir jetzt nur rein wissenschaftlich, also so wie du sagst, jetzt logisch denken, Ja. stammen ja die ersten Menschen also nach der Geologie und nach den Naturwissenschaften in Afrika. Also gehe ich ja davon aus, dass dann schon Kultur und Religion dann schon eher in Südafrika, also in den Nein, afrikanischen Gebieten, nein, das natürlich, hat also die Wissenschaft. Deswegen, also ich will da, ich verstehe deinen Gedankengang, so denke ich auch natürlich. Also, das muss ja schon alles in Eli. Israel stattgefunden haben. Genau, Eli, es hat alles, lass dich nicht verwirren, es hat alles in Israel stattgefunden und es ist alles aus Israel raus in die Welt. Sag mal, ich meine, guck mal, wenn dem wirklich doch dem so wäre, dass in Äthiopien diese Bibel entstanden wäre, okay? Ich sage nicht, dass die vollkommene Bibel, die es jetzt so gibt, in Äthiopien entstanden ist. Ja, Meine aber Frage war, ob es von der Seite abgeleitet worden ist oder einiges abgeleitet worden ist, weil die Menschen länger gelebt haben und die Schrift länger gab. Das war meine Frage. Eli, ganz kurz, hast du eine Bibel da? Ja. Okay. Dann gehen wir hin.
Und schau mal, pass mal auf. Geh mal einfach nur vorne ins Register rein, okay? Einfach nur vorne ins Register rein. Dann siehst du vorne im Register einmal das Alte Testament, was jetzt für das, was du jetzt gerade sagst, nicht relevant ist, sondern wir nehmen das Neue Testament. So, wir haben den Brief an die Römer. Wir haben den Brief an die Korinther. Wir haben den Brief an die Galater, an die Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonika, Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer, Jakobus, Petrus, Johannes und Judas und die Offenbarung. Okay? Ja. So, das alles ist im heutigen, in der heutigen Türkei beziehungsweise in Griechenland zu Hause gewesen. Nichts davon war in Äthiopien zu Hause. Okay, gut. Darf ich zum Thema Äthiopien sagen? Ja, die Äthiopier haben ihr Christentum von den Armeniern übernommen. Das waren armenische Mönche, die das Christentum nach Äthiopien gebracht haben. Du kannst auch das äthiopische Alphabet nehmen und das armenische vergleichen. Der Mönch hieß Mesrop Mashtots. Er hat ihnen auch das Alphabet gebracht. Also deswegen ist es heute eine kulturelle Verbindung zwischen Äthiopien und Armenien. Also falls Sie das wissen wollten, Sie haben das von den Armeniern. Also das heißt, es muss ja als erstes in Armenien gewesen sein, damit es nach Äthiopien gekommen ist, oder? Genau, Bruder, die armenische Kirche wurde von zwei Aposteln gegründet, von Bartholomäus und Thaddäus. Und sie haben das dann nach Äthiopien gebracht. Auch das Alphabet, auch die Schrift, auch die Bibel, ja. Okay, danke. Danke dir. Alles klar. Eli, bist du schon bekehrt? Bist du jetzt schon Christ geworden oder wie? Okay, jetzt ist er raus. Okay, nicht so schlimm. Ansonsten fangen wir an, Leute. Ich möchte ein bisschen nochmal das Evangelium teilen, beispielsweise eine kleine Seligpreisung auch für euch. Und er hob seine Augen auch, nochmal von vorne. Ich bin manchmal echt zu schnell. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen, euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an dem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, Leute. Euer Lohn ist groß im Himmel, Leute. Ja, es ist egal, wie und was diese Heuchler machen. Ja, euer Lohn ist groß. Bei Gott, euer Lohn ist groß. Eigentlich müssen wir gar nicht mal zweifeln. Ne? Wir müssen einfach nur weiterhin dranbleiben. Und wenn ihr euch immer alleine fühlt oder so, habt keine Angst, denn der Herr ist immer mit euch. Dankeschön, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Vielen, vielen Dank. Deswegen, wir müssen einfach die Wahrheit sprechen und das tun wir. Ja. Ich werde jetzt auch weiterlesen, ja, und dann nehme ich jemanden hoch. So. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Ja. Das ist auch schon mal ein harter Vers, ne? Also das heißt eigentlich, wenn du richtig viel Geld hast, zeig Demut, bleib auf dem Boden, ja, don't be high fly, bin ich auch ganz ehrlich, das sollte man wirklich nicht sein. Wenn du Geld hast, egal was, ja, don't be high fly, bleib auf dem Boden, sei normal, versuch nicht den Dicken raushängen zu lassen, es ist einfach so, ja, genau. Ja, aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Das ist schon ein harter Vers, ey. Puh. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Ja, also ich würde euch immer raten, wenn jemand, ja, auf der Straße ist und der wirklich Hunger hat oder so, ja, geht um die Ecke in der Bäckerei und kauft ihn etwas. Ja, ich kann euch auch sagen, warum. Ich spreche aus Erfahrung, tatsächlich war da ein alter Mann, der war, das war ein Jüngerer, der war neben Aldi und der hatte extrem Hunger gehabt, okay? Und ich bin nochmal in Aldi reingelaufen, okay, hab ihm was zu essen gekauft und hab's ihm gegeben, der hat sich gefreut, ja? Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, bisschen was zu essen, kauft es, schaut nicht weg, wenn ihr seht, die Person hat Hunger,
legt eure Sachen ab, geht wieder rein oder wenn ihr was in der Einkaufstüte drinne habt, rausholen und in die Hand drücken. Ja, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich kann es jetzt nicht mal zählen, wie oft ich das gemacht habe, aber ich denke schon sehr, sehr oft. Ne? Sehr, 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 sehr oft. Also was Essen angeht, das, Leute, seid nicht geizig. Was Essen angeht, seid nicht geizig. Ja, immer, 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 immer wieder geben. Immer geben. Egal wie. Ja. Was Shalom Aleichem. Beim Gottes Essen Segen. Geizt man nicht. Abu Arzach, jetzt mein Lieber, wie geht's dir? Bruder, Gott segne dich. Ich finde deine Worte sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr schön. Seid nicht geizig. Hört auf damit. Richtig. Sowas gehört sich nicht. Sowas gehört sich nicht. Sehr schöne Worte, Bruder. Auf jeden Fall. Oh, die Leute trauen sich nicht mehr hochzukommen. Oh, what is going on? Die Leute wollen nicht mehr hochkommen. Arzach, die Leute sehen dich und rennen alle weg. Was ist los? Ach, Quatsch, Bruder. Ja. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, ey. Heute Abend einen genau. Sehr, sehr schönen Livestream bei Flex machen. Auf jeden Fall. Heute Abend bin ich sowieso nochmal da. Jetzt, Bekir, jetzt, hallo. Du machst ja immer lustig über den Islam. Was ist denn Islam? Ja, also, was ist eine Religion, hä? Was ist der Islam? Was ist Islam? Ich höre es zum ersten Mal. Was ist denn Islam? Islam ist eine Religion. Was ist das für eine Religion? Das ist ein Kind noch. Mach ihn runter, bitte. Mach ihn bitte runter, das ist ein Kind, bitte. Alles gut. Es ist eine Religion. Ja, genau. Das ist das Problem mit euch. Genau das. Das ist das Problem mit euch. Was ist Islam? Ja, genau. Naja, was auch immer. Er ist jung und deswegen runter mit ihm. Ne? Das Problem ist, Leute, wundert euch nicht, warum ich manchmal mich drüber lustig mache oder warum ich lache. Ich bin ein Spaßvogel, bitte versteht das nicht falsch, aber die kommen rein, um zu beleidigen. Ja, es ist einfach so. Die kommen rein, um zu beleidigen und ich wusste auch, dass er, der hätte wirklich nicht mehr viel gefehlt und er würde beleidigen und das habe ich schon so ein bisschen rausgehört. Ja, es ist einfach so. Ne? Genau, meine Lieben. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß, ich bin ein Spaßvogel. Ich mache gerne sehr, sehr viel Spaß. Aber genau. Was ging gestern ab? Nochmal? Was ging gestern ab? Gestern Abend. Ja, gestern war es wirklich ein sehr, sehr schöner Stream. Sehr, sehr schöner Stream. Ich habe gemerkt. War ein mega, mega schöner Stream. Kann ich mich gar nicht beklagen. Ne? So, dann nehmen wir mal den Kollegen hoch. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Nehmen wir den mal hoch. Hallo Bruder, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Einen wunderschönen, Gottes schönen, Tag. Sonnigen Tag. Gottes Segen dir. Lasst die Sonne in euren Herzen. Das ist Gott. Jesus sagte, ich bin das Licht und das Leben. Richtig. Und wir sehen tagtäglich, wahrlich, wahrlich, wir sehen das tagtäglich, wir haben Licht, wir haben Leben in uns. Und man muss jede, obwohl ich das Wort Religion nicht so gerne in den Mund nehme, Religion kommt aus dem lateinischen Religio und heißt einfrieden, einzäunen, einmauern. Ja, also Religionen sind dazu gemacht worden, um Menschen einzumauern, Menschen aufeinander zu hetzen. Ja, also es ist nichts gegen dich, ich bin genauso Christ wie jeder andere. Ich liebe Jesus und würdest du mich sehen, würdest du sagen, ist das Jesus, ist das vielleicht Petrus? Ich habe auch lange Haare, Bart. Ganz kurz, was sagen diese Aussagen? Das ist nicht böse gemeint, aber was... Und ich glaube zu meinen, dass diese ganzen Religionskriege... Raus mit ihm. Ich glaube, Jesus hätte das nicht gewollt. Genau, Jesus hätte das nicht gewollt. Jesus möchte, dass wir die Dunkelheit aufdecken und Jesus möchte keine Heuchler.
Genau, das ist das, was der Herr Jesus Christus will. Er der Herr gehört, Jesus was du gesagt Christus hast. Will nicht, dass wir mit der Dunkelheit eine Gemeinschaft haben. Und deswegen müssen wir darüber aufklären. Hat er echt gesagt, er sieht aus wie Jesus? Ja, ich dachte, ja, ich höre also, ich habe eine Frage. Du bist ganz kurz, bist du erstmal ruhig. Flex doch gerade am Reden. Also, es ist einfach ein Fakt, Leute. Versteht mich bitte nicht böse, aber wir sind hier, um die Dunkelheit aufzuklären. Wir sind nicht hier, dass irgendjemand kommt und uns sagt, Friede, Feuer, Eierkuchen, ja, ach, diese Religion ist wunderschön, nimmt sie auch an. Nein, denn der Herr Jesus Christus ist der einzigartige und der wahre Gott. Ja, der Herr der Herren, der König der Könige. Wir machen uns nicht mit einer Dunkelheit gleich. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Ja, da kann nicht einer kommen und sagen, ja, Friede, Feuer, Eierkuchen. Ja, aber warum redest du denn darüber? Wenn ich meine Geschwister und meine Brüder nicht darüber aufkläre, dann kommen diese Heuchler und lügen und führen unsere Brüder und Geschwister in Versuchung. Ja, deswegen müssen wir darüber aufklären. Ehrlich. Also, und dann, wenn ich sowas höre, sorry, also da kann ich... Kannst du bitte einen gewissen Anstand und Respekt haben, bitte? Was sagen kannst du? Warte mal, ich habe Respekt. Nein, du schreist uns an. Wir haben dir doch nichts getan. Mann, niemand schreit, du, sei mal leise erst. Schrei, ja? Guck, jetzt sagst du, ich soll leise sein, während du mich anschreist? Ist das deine Leidestimme oder Felix? Okay, ganz kurz. Ich fang mal bei dem ganz normal an. Also, ich habe dich ja runtergeschmissen, weil du ja nicht hier bist, um einen Dialog zu führen. Gestern hatten wir 800 Zuschauer bis 1000 Zuschauer, 1100 Zuschauer und du hast die ganze Zeit gesagt, ja, hol mich hoch, ja, hol mich hoch, ja, hol mich hoch, heute bist du oben. Willst du einen Monolog führen? Wenn du einen Monolog führen möchtest, dann geh wieder runter. Wenn du einen Dialog führen möchtest und du so fest von deinem Glauben überzeugt bist, bei allem Respekt, ich bin nicht hier, um dich zu beleidigen, aber wenn du mit mir einen Dialog führen willst, dann führe mit mir einen Dialog, weil du bist ja so fest von deinem Glauben überzeugt. Ich bin hier aufzuklären. Und wenn du das als Hetze siehst, dann geh einfach raus, weil das ist eine Aufklärung. Wir führen der Dialog, okay. Du hast gerade einen Livestream, ja? Um was geht es? Es ist... Dein Livestream geht um Christentum, ja? Gestern warst du doch hier drinnen. Du hast doch zugehört, um was es geht. Du hast doch so, gestern ich weiß gemerkt, es nicht, um was es geht, aber ich frage dich nur so. So, wenn dein Livestream um das geht, ja, dann musst du doch alle Wissende sein hier über Christentum. Okay, alles klar. Eine Frage. Du wer ist dir, nur, warte mal, wer ist derjenige, wo Frage stellt? Ich oder du? Ich. Nein. Ich bin der Gast. Wenn du alle Wissender bist, dann wenn ich reinkomme, ja, dann muss ich dich erst mal fragen. Nein, ja. Du bist in meinem Livestream. Nein, ich bin Gast. Ich weiß es nicht. Du bist alle Wissende, ich bin nicht alle Wissende, ja? Ich bin auch nicht allwissend. Oh, du Billah. Oh, du Billah. Hör auf mit der. Oh, du Billa, ich bin nicht allwissend. Hör auf, respektlos zu werden. Hör auf, respektlos zu werden. Ja, du Abu Tanga, bleib mal du ruhig. Ah, jetzt beleidigst du. Okay. Ja, warum bleib mal warum ruhig bist du so emotional? Kannst du nicht normal Nein, reden? Ich bin. Guck mal, ich rede von der Wahrheit. Verstehst du? Ja. Von der Wahrheit. Ja. Du, was du sagst, ja, nur holst du gerade eben holst dein Kinn hoch. Und okay, möchtest du einen Dialog? Ist das richtig? Okay. So, jetzt Hamza, mein Lieber, wie geht's dir? Hoffentlich ist er vernünftiger wie die anderen. Das hoffe ich auch. Hamza, hallo? Hamza, hallo? Ja, wir hören dich. Wir hören dich. Nicht eine Muslim. Frage. Frage bist du Moslem? Bist du Moslem oder bist du Christ? Moslem. Was bringt dich denn heute hierher? Ein, zwei Verse aus der Bibel, wo bezüglich ich eine Frage hätte. Bevor du überhaupt ein, zwei Verse aus der Bibel zitierst, möchte ich erstmal wissen, ob du überhaupt das Wissen hast, über die Bibel zu sprechen. Bist du bereit? Meinst du das denn? Ich meine, bist du bereit, mir zuzuhören, dass ich dir meine Frage stelle? Ich möchte ja wissen, ob ich mit dir überhaupt einen Dialog führen kann.
Wissen habe als du, deswegen wollte ich dich ja fragen. Ja, ich stelle dir eine Frage und dann möchte ich wissen, ob du mit mir einen Dialog führen kannst. Ist das okay? Hallo? Ja. Bist du bereit, mir zuzuhören? Weil du, ich glaube, du hörst mich nicht richtig. Hörst du mich oder hörst du mich nicht? Hallo. Was? Nimm ihn runter, nimm ihn ich runter. Ich hab ja gesagt. Man hört also, ihn sowieso. Du kannst ja gerne die Frage stellen, okay, die du stellen wolltest. Schalt mal dein Mikrofon etwas lauter. Hörst du mir zu? Entweder du hast deine Hand im Mikrofon oder du hast schlechte Kopfhörer. Nimm die mal raus oder so. Keine Ahnung. It's waste of time. Einfach 3 Minuten Zeit verloren für nichts. Für gar nichts, für gar nichts. Waste of time, waste of time, waste of time. Oh Jesus Christ, waste of time. Oh Jesus Christ, it's so waste of time. Fix your Internet. Oh man. All good. Ich meine, es ist doch gar kein Problem. Ich meine aber. Mute yourself. Ja, schade. Mute yourself. Katastrophe. Naja. Alles gut. Ich möchte ja niemanden persönlich angreifen. Alles gut. Nori Guy ist rausgegangen oder Nori? Nori. Gelobt sei Gott für alles. Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Wir haben den wahren Glauben. Der Herr Jesus Christus ist der lebendige Gott. Auf jeden Fall. Wir haben unzählige Beweise dafür, warum wir an den Herrn glauben. Stolze Sichlerin jetzt. Hello? Nein, bitte keine Rihanna, wir sind nicht von Illuminati, ja? Alles gut. Ich glaube, sie ist noch im Auto drin oder so. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, alles gut. Nicht so schlimm. Gottes Segen, hallo. Gottes Segen. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Ja, gut, mir geht's gut. Wie geht's euch? Ja, ich kann mich gar nicht beklagen. Tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen und genau. Ja, schön. Freut alle mich. Ehre dem Herrn Jesus Christus, ne? Amen. Und dem Bruder Abu Arzach und Faith. Gelobt sei Gott für alles. Ja, Amen. Ja, schön. Ich kann nicht so lange bleiben, aber ich dachte mir so, ich komme kurz hoch. Ja, alles gut. Ja, ich mach auch noch ein bisschen, ne? Lasst uns über das Evangelium sprechen. Bezüglich Liebe zu den Feinden. Wenn aber Faith and Grace, was sagt. Nee, ich lass Abu Arzach mal ein bisschen reden. Komm, Arzach, rede du mal. Wird mal Zeit, dass du mal ein bisschen übernimmst. Bist du Bruder jetzt? Bitteschön, komm, Bruder. Was möchtest du, dass ich das mache? Predige mal ein bisschen über das Evangelium, komm schon. Okay. Ah ja. Wenn du schon hier oben bist, dann darfst du ja auch reden, komm. Ich fange mal gerne an, über den roten Faden, über die rote Linie zu sprechen. Wir haben die Tora, wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament. Das Neue Testament ist das erfüllte Testament. Wenn wir darüber sprechen, warum wir an Jesus Christus glauben, belegen wir das anhand des Alten Testaments. Das heißt, das Alte Testament ist das Fundament. Wir haben einen Grundbaustein, während die Andersgläubigen keinen Grundbaustein haben. Jeder Mensch muss ja auf etwas, muss etwas immer beziehen. Und zwar, das ist, wie soll ich das erklären am besten? Wenn mich ein Andersgläubiger fragt, wir machen das anders. Wenn mich ein Andersgläubiger fragt, warum glaubst du an Jesus Christus, kann ich ihm Dutzende Beweise liefern. Ich kann zu ihm sagen, ey, hör mal zu. In Jesaja Kapitel 7 geht es darum, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird. In Jesaja 53 geht es darum, dass er gekreuzigt wird. Er wird in Zacharie prophezeit.
Deuteronomium, Kapitel 18, Vers 18. Es gibt unzählige Verse, wo der Herr prophezeit wird. Jeder Mensch, jeder Prophet, er gesagt, hat den Herrn angekündigt. Die Bibel ist eine Bücherei. Die Bibel ist ein Buch, was aus mehreren Büchern besteht. Bibel kommt ja von Bibliothek. Aber wenn du den Andersgläubigen fragst, wieso glaubst du denn an diesen Propheten? Wieso glaubst du denn an ihn und wieso glaubst du an ihn? Dann kann dieser Mensch dir keine Antwort geben. Weil er hat kein Fundament. Sein Fundament basiert darauf, dass andere Schriften verfälscht sind und er die absolute Wahrheit hat. Es widerspricht sich. Ich würde gerne mit jemandem einen Dialog führen, der etwas belesen ist, was das Thema Gottes Wort verfälschbar betrifft. Weil bezüglich zu diesem Thema konnte mir keiner eine Antwort geben. Sie sprechen immer alle davon, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit. Ich gebe euch ein Beispiel. Mal angenommen, wir haben jetzt eine Person und die Person heißt Max. Max tretet auf in der Öffentlichkeit und sagt, hey Leute, hört mal zu. Alle abrahamitischen Bücher sind gefälscht. Keins ist original geblieben. Wirklich, alle sind verfälscht. Weil wenn sie darüber sprechen, dass die Bibel verfälscht ist, dann tun die so, als wäre die Bibel ein Buch. Aber die Bibel ist nicht ein Buch. Sie besteht aus mehreren Büchern. Jetzt stellt sich die Frage, welches Buch in der Bibel ist denn verfälscht? Die Antwort lautet von den Ungläubigen, alle. Alle Bücher sind verfälscht. Interessant. Das heißt, es gab eine Gruppe, die alle Bücher verfälschen lassen hat. Alle Bücher haben sie verfälschen lassen. Wie ist das möglich? Es ergibt logistisch nicht mal Sinn. Aber bleiben wir bei der Person Max. Max tretet auf in der Öffentlichkeit, sagt, hey Leute, hört mal zu. Ich bin ein Prophet. Max kann dir aber keine Beweise dafür liefern, warum er ein Prophet ist. Max kann es dir nicht bringen. Max hat keine Beweise. Tust du das ablesen oder was ist mit dir los? Ja, Mann. Internet ist wieder da. Max hat auf jeden Fall keine Beweise, warum er ein Prophet ist. Jetzt stellt sich die Frage, warum sollten wir denn Max folgen? Was ist das Fundament von Max? Das Fundament von Max sind Behauptungen. Und eine Behauptung ist nicht gleich eine Wahrheit. Sie ist genau gleichgestellt auch mit einer Lüge. Weil eine Behauptung bleibt eine Behauptung. Und wenn wir das Ganze noch genauer betrachten, tendiert sogar die Behauptung eher auf die Lüge. Weil wenn wir nichts belegen können, dann ist es auch nicht wahr. So sind sich alle Gelehrten einig. Die Gelehrten sind sich einig. Wenn wir debattieren, wenn wir diskutieren, dann nur mit Quellenangaben. Was der Bruder Flexer hier macht, das ist nicht mal Kritik, das ist nicht mal Hetze oder sonst irgendwas. Er rezitiert aus den Schriften. Er hat nichts gemacht. Was der Bruder Aramea macht, er predigt das Evangelium. Was ich mache, ich predige das Evangelium. Flexer predigt auch das Evangelium. Was macht ihr? Ihr betreibt Hetze. Ihr seid Christenhasser. Das seid ihr. Jeden Tag wird mein Gott beleidigt. Jeden Tag werden meine Propheten beleidigt. Jeden Tag wird meine Heilige Schrift beleidigt. Egal was ich besitze, es wird beleidigt. Sind das Gläubige? Sind das Gläubige, die den Bruder Flexer anschreiben und ihn bedrohen und meinen, er hätte Angst? Ich kenn Flex privat. Wir kennen uns. Dortmund ist die Hut. Dortmund ist die Hut. Ich kenne Flex privat. Und ich kann euch eine Sache sagen. Mit diesem Bruder, diesem Bruder solltet ihr auch, jetzt habe ich gesagt, wo er wohnt. Diesem Bruder solltet ihr auf jeden Fall nicht nahe kommen. Diesen Bruder solltet ihr auf jeden Fall nicht nachkommen. Flex, so ein Süßer, wirklich. Gott segne euch alle.
Alle Geschwister. Hey, Gott sei Dank. ich bin doch so süß. Ich würde doch keiner Maus was antun. Du bist knuddelig. Spaß. Alles Humor. Alles Spaß. Knuddelig. TikTok sportlich. Aber Arzach, ich finde es sehr gut, dass du eine Stelle angesprochen hast bezüglich, warum sollten wir an Jesus glauben? Weil allein schon Moses Jesus doch angekündigt hat. Du hast es gesagt, Deuteronomium 18. Wie wir wissen, unsere muslimischen Brüder, die leider vom Glauben abgefallen sind von Jesus, sagen ja, Deuteronomium 18 ist nicht auf Jesus bezogen, sondern auf Mohammed. Denn sie sagen, dieser Prophet muss Mohammed sein. Aber gehen wir mal 5 Kapitel zurück. Was sagen die Muslime immer? Mohammed hat Wunder getan, er hat Prophezeiungen gemacht. Aber schauen wir mal in Deuteronomium 13. Herr, wenn ein Prophet kommt, der andere Götter verkündet, die ihr nicht kennt, einen anderen Gott, den ihr nicht kennt, selbst wenn seine Prophezeiungen sich erfüllen, dies soll ein falscher Prophet sein. Ist der Gott von uns und der Gott von Mohammed derselbe? Das Ding ist, wenn sie sogar sagen, dass Mohammed prophezeit wird, laut dieser Schrift, dann ist er automatisch ja schon verflucht, weil er war kein Jude. Ist so. Selbst genau. Wenn sie sagen... Und deswegen, ich finde das krass, wenn die Muslime immer sagen, ja, Mohammed da prophezeit. Wenn Mohammed prophezeit wird in der Bibel, dann ist er verflucht, weil Mohammed ist kein Jude. Richtig. Und selbst er verkündet nicht Yahweh. Er verkündet genau. Nicht den Gott Yahweh. Und wer einen anderen Gott verkündet, das ist ein falscher Prophet. Richtig, absolut. Okay, Amen. Ganz kurz. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Kerle da ganz oben. Alessio. Oh, grüßt euch, Charlie. Geh mal bitte da oben stumm kurz. Bitte stumm. Ganz kurz, oh, bitte stumm. Oh. Ja. Also, der Kerl hier oben, der hat aus seiner Lektion nicht gelernt. Ja, aber ist auch nicht so schlimm. Alessio Aramäer, weil nicht, dass es am Ende heißt, alle gegen gut. Einen, wir machen das jetzt so, Alessio Aramäer und Faith and Grace, Bruderherz, geht nur kurz runter, stellt nochmal eine Anfrage, ich rede ganz alleine mit den Tito, okay? Sehr gerne, Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Stellt nochmal eine Anfrage, Juli lasse ich hier, weil die beobachte ein bisschen den Chat, Arzach lasse ich hier. Und dann passt das. Genau, das sieht doch schon mal sehr gut aus. So, die beiden Brüder und Geschwister, die sind gerade auf Stumm. Ja, mein lieber Tito, jetzt können wir mal gerne auf deine Frage eingehen, aber gib mir eine Sekunde. Ich stelle dir ja gleich die Fragen. Ich möchte jetzt erstmal wissen, ob der Bruder Sia, wie geht's dir, mein Lieber? Hörst du mich, Sia? Hört ihr mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hallo, genau. Mein Bruder. Wie geht's? Ich hab dir heute die Bibel rausgeschickt übrigens, dass du Bescheid weißt. Ja, ich habe auch deine Nachricht, habe ich auch das mitbekommen. Also danke dir, vielen Dank. Ach so, hast du eine Benachrichtigung bekommen? Ich habe deine Nachricht, gelesen, ja. Ah, okay. Das super. Also ich hab's dir per Express. Ich hab's dir per Express geschickt. Super, vielen Dank, danke dir. Ja, also entweder du kriegst das heute schon, was ich jetzt nicht glaube, oder morgen. Morgen auf jeden Fall. Morgen Mittag hast du es auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar am frühen Morgen. Gar kein Problem, Bruder, kein Problem, kein Stress. Alles also klar. Ich habe schon auch zu Hause Bibel, aber gar kein Problem. Also ich mach das vom Herzen, ne? Und das ist ja eine Schlachterbibel, Schlachter ist immer gut, ja. Sia, ich möchte mich kurz mit dem Tito unterhalten. Ich stelle noch mal eine Anfrage und dann wir reden dann, okay? Auf jeden Fall, Bruder. Alles klar, mein Lieber. Okay. Bis dann. Bis dann, mein Lieber. Ciao. Also. Tito, du bist ein sehr überzeugter Moslem, du bist jetzt in einem christlichen Channel. Ich würde dir gerne mal ein paar Fragen stellen. Du hast ja eben gesprochen von diesem 5. Buch Mose, 18. Nein, das ist, es geht hier nicht um 5. Buch Mose. 20, ne? Hallo. Hallo, don't jump to the Bible. Nein. Fix mal bitte dein Mikrofon, man hört dich ganz schlecht. Du hast gesagt, dass... Du
deine Verbindung, dein Internet, dein Internet. Hallo, Internet, dein Internet. Okay, hörst du mich jetzt? Okay, jetzt hörst du mir zu. Hörst du mich jetzt? Hör mir zu. Okay, ja, erstmal gehen wir an diesen Punkt, wo ihr gesagt habt, dass nein, das nein, Jesus hör mir ist. Zu. Nee, du bist ein überzeugter Moslem? Ist das Jesus? Ich will nur dass du okay. mir sagst, ist das Jesus? Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal. Möchtest du auf meine Punkte eingehen, weil du bist der beste Moslem hier auf TikTok? Möchtest du auf meine Punkte eingehen, ja oder nein? Ich habe nicht angefangen zu reden, du hast Angst. Ich es ist nicht mir egal. Du bist Angst. Ein überzeugter Moslem. Okay, bitte, frag mal deine Frage. Guys, so such a waste of time. Oh my God. Such a waste of time. Kannst du Englisch? Wow. Darf ich dir jetzt eine Frage stellen, ja oder nein? Du bist der beste Moslem hier auf TikTok. Darf ich dir eine Frage stellen, ja oder nein? Stell mal Frage. Aber ja? Du mir eine oder hast du Angst? Hast nee, du Angst, ne? Du hast immer Angst. Aber ich stelle dir eine Frage, du mir eine. Nein, okay? Ich stelle dir eine Frage. Du bist bei mir im Stream. Ich stelle dir eine Frage. Sonst bist du Feigling. Ja. Okay, ich bin Feigling. Okay. Ich gehe auf meine gut. Fragen ein. Ja. Okay, bitte. Also komm. Ich bin Feigling, frag. Genau. Ja. Frag. Also. Dann wollen wir mal sehen, wie gut du dein Koran verstehst, ja? Also, weil ihr Muslime, ihr stellt gerne christliche Fragen, aber wenn wir euch Fragen stellen wollen, auf einmal macht ihr den ja zittern, ne? Habt ihr Angst, ne? Wisst ihr nicht mehr, was ihr machen sollt, ne? Das werden wir jetzt sehen. Ja, das wollen wir jetzt sehen. Also, ja. du wurdest schon in einem anderen Stream von mir gegrillt. Aber ich grill dich jetzt nochmal, okay? Aber diesmal ganz anders. Diesmal grill ich dich ganz anders, okay? Jetzt musst du mir gut zuhören, okay? Ist Jibril ein Engel? Ja. Ja? Okay. Ja. Kannst du mir zeigen, wo im Koran steht, dass der Engel Jibril ist und Jibril der Engel ist? Kannst du mir das im Koran zeigen? Wie meinst du das? Du hast meine Frage schon verstanden. Zweite Sure, Vers 97-98. Okay, lies uns das mal vor. Du sollst lesen, du hast doch gefragt. Ja, lies uns das mal vor. Ja, 93. Ich bin gerade. Zweite Sure. Ja. Al-Baqarah. Ist Jibril ein Engel, ja oder nein? 98. Ja, habe ich dir geantwortet. Ja. Okay. Wenn du Koran hast, wenn du fragst etwas aus Koran, dann musst du Koran da haben und fragen. Okay. Dann musst du wissen. Okay. Darf ich jetzt meine Sache zu Ende führen? Ja, dann lese mal. Ist Jibril ein Engel, ja oder nein? Lese mal vor. Das ist ein Engel. Okay, bitteschön. Okay, er ist ein Engel. Okay. Ja. So, und jetzt welche Sure soll ich vorlesen? Du lesen. Ja, wo? Sure 2 wär's was? 97, 98. Okay. So. Wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis mit deinem Herz offenbart. Wo steht, dass Jibril hier der Engel ist? Was ist Jibril? Step Dancing, ja? Was ist Jibril? Wo steht hier, dass Jibril der Engel ist? Steht nicht da, vielleicht. Vielleicht steht nicht da. Ja. Aber jeder muss den Beitrag. Okay? Weiter. Ja. Hast du noch Fragen oder stellst du nur du solche Fragen? Wo steht, dass Jibril weißt, der Engel ist und der Engel Jibril ist? Im Kopf, dass du nicht bessere Fragen kannst. Ich frage dich, was ist deine Kernlehre vom Christentum? Kannst du mir das erklären? Spring nicht zur Bibel, beantworte Tito, meine Frage. Kannst du bitte auf seine Frage eingehen? Sagst du mir bitte, kannst du bitte auf seine Frage eingehen? Lehre vom Christentum. Weißt du das? Kannst du bitte auf seine Frage eingehen? Also, wir versuchen es jetzt noch ein einziges Mal. Okay? Ich geh auf frage meine Fragen dich nicht, ein. Steht der Heilige Geist. Geh mal auf meine Fragen ein. Wieso bist du so nervös, Tito? Wieso bist du so nervös? Also, ich stumm dich jetzt nochmal. Geh auf meine Fragen ein. Und verteidige deinen Islam, weil das ist ja die Wahrheit. Was habe ich da zu verteidigen? Wo steht im Koran, dass Gabriel, Jibril, Ruhul Kudus, Kudus, Ruh, das ist alle Namen von, was sie ja sagt im Bibel.
Also wir versuchen es jetzt noch ein einziges Mal. Meine Frage war, wo steht hier drinne, dass der Engel Jibril ist und Jibril der Engel ist und nicht getrennt? Wer Allah und sein Engel und seinen Gesandten und Jibril? Da steht nicht drinne, dass Jibril der Engel ist. Da steht der Engel und sein Gesandten und Jibril. Da steht nicht drinne, dass er Jibril ist. Gib mir mal im Koran ein Vers, wo drinne steht, der Engel ist Jibril, Jibril ist der Engel. Bitteschön. Jetzt gebe ich dir nochmal die Möglichkeit, darauf zu antworten. Bitteschön, du kannst reden. Genau. Das ist mir schon klar, dass du es nicht weißt. Ja. Du hast 4 Minuten. Ich bin verstanden, so wie du. Aber wenn du ein bisschen intelligenter wärst, dann hättest du gefragt, was ist die Kernlehre von Islam? Guck mal bei uns, Christen. Hör auf zu springen. Andere Kernlehre. Ja. Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal. Ich lese dir Sure 2, Vers 98 vor. Ja, zum Thema Islamwissenschaft, ja, zu eurem Thema Islamwissenschaft. Das zeigt schon mal, dass ihr gar keine Ahnung habt, ja. Wer Allah und sein Engel und seinen Gesandten und Jibril, die sind alle voneinander getrennt. Da steht nicht, dass Jibril der Engel ist und der Engel Jibril ist. Ich will ein Vers hier, wo der Engel Jibril ist und Jibril der Engel ist. Sag es einfach. Wenn du keine Ahnung hast, sag einfach, I don't know it. Aber hör auf, irgendwelche Sachen zu sagen. Du hast keine Ahnung, Mann. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ja, und deswegen stoppe ich dich sofort, weil du gar keine Ahnung hast und du lenkst immer ab. Und sobald ich merke, dass du ablenkst, dreh ich wieder ganz normal wieder um und stell dir dieselbe Frage nochmal, bis du drauf eine Antwort hast. Hier drinne steht nicht, dass Jibril der Engel ist und der Engel Jibril ist. Hier drinne steht, wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril drei voneinander getrennt. Da steht nicht drinne, dass Jibril der Engel ist und der Engel Jibril ist. Steht nicht da drinne. Und jetzt gib mir mal bitte den Vers, weil es ist ja Koran, das heilige Buch. Da müsste ja eigentlich alles drinne stehen, ne? Also, bitteschön. Wir versuchen es noch einmal. Ja, du musst ja ein bisschen verstehen, dass der Koran ist nicht so geschrieben wie die Bibel. Und bei uns ist eine Gesandte, ein Engel ist ein Engel und ein Gott ist ein Gott. Und bei euch ist das alles zusammen, diese drei. Das ist langsam respektlos. Du gehst nicht auf seine Frage ein. Ich finde das sehr, sehr schade. Der Prophet, ich finde das sehr, sehr schade, dass du nicht auf seine Frage eingehst. Der Engel und der Gott sind alle zusammen ein Gott. Weil okay, also du sagst jetzt, Ihr weiß selber nicht, was Gott ist bei okay. euch. Wer okay. ist Gott bei euch? Darf ich reden? Kannst du mir erklären, bitte, wer ist Gott bei euch? Hey, was redest du? Was redest du? Entspann dich mal. Wer ist denn dein Gott? Wie heißt dein Gott? Also, wir fangen jetzt nochmal von vorne an, weil du zeigst schon mal, dass du gar keine Ahnung hast. Du springst sofort zur Bibel, weil du genau weißt, du hast verkackt. Ja, du hast mir einen Vers gegeben und denkst, ich verstehe den Vers nicht, oder was? Also, ich lese es dir noch einmal vor. Du hast verkackt. Du hast verkackt. Sag einfach, du hast keine Ahnung und dann ist okay. Weil mit mir kannst du keine Debatte führen, mein Freund. Du kannst mit mir keine Debatte führen, du kackst ab. Sorry, wenn ich jetzt gerade so unchristlich rede, ja? Leute, es tut mir mega leid, dass ich gerade so rede, ja? Es tut mir leid, wirklich alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Es tut mir mega leid, dass ich so reden muss gerade. Er hat aber keine Ahnung. Hauptsache, ich gehe zur Moschee und sage Alhamdulillah, oh, die Shaitan, der Rajim. Aber du hast keine Ahnung von deinem Buch. Null, du hast gar keine Ahnung. Du weißt nicht mal, wer Jibril ist. Leute, ich werd ihn jetzt komplett ins Lächerliche ziehen. Er hat gesagt, dass in Sure 2, Vers 98, dass der Engel damit Jibril gemeint ist. Also Jibril ist ein Engel. Alles klar. Jetzt, Leute. Guckt, Leute, wie ich ihn jetzt total blamiere jetzt, Leute. Guckt jetzt. Leute, jetzt kommt der größte Knockout seines Lebens. Der wird nachts nicht mehr schlafen. Guckt jetzt, Leute. Ich zeige euch jetzt mal was. Daran merkt man Islamwissenschaft. Ich zeige euch mal was, wie schlau dieser Islam ist. Ich zeige euch jetzt mal was, Leute. Guckt mal, Leute. Ich drehe jetzt mal Kamera um. Kamerawechsel. Guck mal, Leute, wie ich ihn jetzt blamieren werde, Leute. Guckt jetzt. So.
Sure 2, Vers 87. Sure 2, Vers 87. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, den Sohn Miriams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Ha, tap, tap, dancing. Wer ist jetzt der Heilige Geist? Auch Jibril. Jibril ist also Engel und Heiliger Geist, oder was? Wer ist jetzt der Heilige Geist? Bum, 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 bum. Knockout. 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 Du hast ein Knockout passiert. Bei uns ist das Engel. Ach so, der Heilige Geist ist ein Engel. Ja, genau. Bruder, das ist, guck mal, das ist so Blödsinn. Guck mal, ganz kurz, sie stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Das heißt, sie stärkten ihn mit Engel Gabriel. Wie soll er ihn stärken? Was redest du eigentlich? Ihr habt nicht mal Ahnung, wer euer Gott ist. Das ist euer Problem. Schlag mal Sure 70, Vers 4 auf, Tito. Schlag mal auf, ich zeige dir mal was. Tito. Bei euch ist Gott Gott. Hey. Ihr weiß, Leute, ich weiß nicht, wer euer Gott ist. Erklär Tito. Mal bitte, ich frage euch, ihr seid vier, Tito. Fünf Christen. Könnt ihr mir bitte erklären? Wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Leute, ich fasse mal alles zusammen jetzt, okay? Und dann lasse ich ihn reden. Die Brüder können dann mit ihm reden, okay? Ich lasse Mensa reden, ich lasse Khanja reden, ich lasse jeden reden, ich lasse meinen Bruder Arzach auch reden. Leute, am Anfang habe ich ihn die Frage gestellt, ist Jibril ein Engel? Ja, Flix. Ja, er ist ein Engel. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir bitte ein Vers, wo drin steht, ja, Jibril ist der Engel ist der Jibril. Guck mal, ich habe ihn eigentlich schachmatt gesetzt, weil er hat aus Sure 2, Vers 98 zitiert, ja. Da steht aber drin, Leute, hört zu, das ist so lächerlich, dass die sagen, dass das Jibril ist. Hier steht, Leute, das ist drei, die getrennt sind, okay. Wer Allah, jetzt hört zu, Leute, wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten, also zwei schon mal voneinander getrennt, und Jibril, drei, die voneinander getrennt sind. Da steht Jibril und seinen Gesandten und der Engel. Der Engel ist nicht Jibril hier. Jibril ist von dem Engel getrennt. Der Allahs Gesandte, der Gesandte ist auch getrennt von den Engeln. Sind alle getrennt. Und dann hast du gesagt, er ist ein Engel. Jetzt habe ich dir einen Vers gegeben, wo Isa, was mit dem Heiligen Geist jetzt gestärkt wird. Und ihr sagt ja immer, der Heilige Geist ist was? Ist Jibril. Wer ist jetzt hier euer Gott? Hä? Hä? Tap, tap, dancing. Hä? Habt ihr keine Ahnung? Zum Thema Islamwissenschaft und so. Einfach kurz begraben, Alter. Ich sag gar nichts mehr. Ich bin fertig, Leute. Ihr könnt mit ihm reden. Ich bin done. Das war's. Total... Auf jeden Fall, das war ein Knock. Die ganze Zeit stummschalten. Okay. Kannst du bitte erklären, wer ist euer Gott? Wer ist euer Gott? Tito, kannst du mir eine Frage beantworten? Wieso wird Engel Gabriel von anderen Engeln geschieden? Erstmal, wer ist dein Gott? Sure 78, Vers, bitte 38 mal lesen. Gott? Hier steht, am Tage, da Gabriel und die Engel in Reihen stehen. Kannst du mir erklären, warum Gabriel und Engel immer unterschieden werden? Tito, geh mal drauf ein. Wieso wird der Engel Gabriel, hier wird nicht mal Engel genannt, sondern Gabriel und die Engel, wieso werden die unterschieden voneinander? Sure 78, Vers 38, bitte geh mal drauf ein, Habibi. Geh mal drauf ein. Tito, bitte geh doch drauf ein, das ist doch dein Koran. Hier steht Gabriel und die Engel. Wieso wird er von den Engeln unterschieden? Warum? Wer ist Gabriel? Tito, hier steht Gabriel und die Engel. Warum wird Gabriel von den Engeln unterschieden? Sure 78, Vers 38. Bitte geh drauf ein. Tito, geh doch drauf ein. Jetzt bist du mit mir. Flex hat dich jetzt begraben, jetzt bin ich dran. Bitte, erklär mir mal bitte. Eine Frage. Tito, kannst du mir bitte erklären? Tito, Sure 78, Vers 38, steht Gabriel und die Engel. Bevor ihr mir erklärt, wer euer Tito, warum bist du so nervös? Geht doch drauf ein. Also, erstmal müsst ihr mir sagen, wer euer Gott ist. Tito, wieso trinkst du so viel Rakia? Geht doch drauf ein. Wisst ihr, wer euer Gott ist? Tito, warum gehst du nicht drauf ein? Sure 78, Vers 38. Wieso wird Gabriel und die Engel voneinander unterschieden? Kannst du mir erklären? Wer ist Gabriel? Er ist einmal der Heilige Geist, irgendwie ist er ein Engel, aber irgendwie werden die doch unterschieden. Wer ist bei euch, Gabriel? Wer ist bei euch, Gabriel? Geht doch drauf ein, Tito. Ich habe dir doch eine Sure gegeben, eine Aya. Da ist doch eine Aya, Habibi, geht doch drauf ein. Jibril. Geht doch drauf ein. Was? Hier steht, also, guck mal, ich lese vor. So viele Fehler, ich bin ganz ehrlich, wenn ich so viele Fehler
ganz kurz. Wenn ich so mal, viele Fehler in einem Buch finden würde, wenn ich so viele Fehler in einem Buch finden würde, ich würde sofort Atheist sein. Aber ich auch, sofort. Ganz schnell. Sofort, Bruder, sofort, so wirklich. So viele Fehler in einem Haufen. Aber wirklich in einem Haufen. Dass Bruder, zu viel, sieht, zu dass viel. Dass man sich dafür nicht schämt. Und was Schlimme ist, Bruder, die kommt doch immer mit Hadithe. Das ist der Koran. Nee, Tito, ich lese vor, du gehst drauf ein. Guck mal. Ja. Am Tage, da Gabriel und die Engel in Reich. Wieso wird Gabriel von den Engeln unterschieden? Wieso? Ja. Wer ist Gabriel? Erklär mal, wer Gabriel ist. Guck mal. Da Vinci Code. Es geht nur um Gabriel, Habibi. Du musst mir jetzt erklären, wer Gabriel ist. Wer ist Gabriel? Er wird hier, guck mal, hier wird er unterschieden. Am Tage, da Gabriel und die Engel in Reihen stehen. Wieso wird Gabriel von den Engeln unterschieden? Ist da Iblis oder was? Ist Gabriel Iblis? Wieso wird er von den Engeln unterschieden? Mal ist er der Heilige Geist, mal wird er von den Engeln unterschieden. Wer ist Gabriel? Das, Bruder, das bleibt ein Mysterium. Glaub mir, die wissen selber nicht, wer Gabriel ist. Die wissen es nicht. Bruder, Dinger, Tito, geh raus. Du bist der größte Teil. Das ist vorbei. Salam alaikum für alle Muslime und guten Abend für alle. Einen wunderschönen guten Abend. So, habe ich also ganze Zeit so gehört von alle Brüder, was der hat geredet. Bruder, auf jeden Fall, du hast also gefragt, wer ist Gabriel, ne? Okay, also alle können kurz stumm gehen, dann rede ich kurz mit dir alleine. Gerne. Okay, super, sehr gut. Dankeschön. So jetzt, also welcher ist Gabriel? Okay, im Koran oder in Bibel steht verschiedene Sachen. Zum Beispiel jetzt im Koran. Wir anfangen also mit Koran jetzt. Also tut mir leid für meine Sprache, vielleicht also kann ich nicht gut, aber ich versuche auf jeden Fall damit ich... Du erklärst uns quasi die Gabriel-Wissenschaft, erklärst uns jetzt, dann hören wir mal zu. So jetzt, Gabriel, auf jeden Fall, Gabriel, es gibt im Koran, es gibt Michael, es gibt Jebrail und es gibt... Das sind Erzengel, deswegen wird dieser Unterschied gesetzt. Genau. Okay. Die sind nur, ja keine bitte, normalen Engel. Okay, also Erzengel. Nur, ich möchte bitte reden. Kann bitte nur einer reden, dann, das ist sehr unangenehm. Dankeschön. Okay, Dankeschön. Und danach kannst du später auch reden, damit wir haben also Respekt. Dankeschön, vielen lieben Dank. So jetzt. Viele Engel sind zuständig von verschiedenen Sachen. Zum Beispiel jetzt Jebrail. Für was ist Jebrail zuständig? Jebrail ist zuständig für Propheten Wahi. Wahi ist bedeutet Inspiration. Damit die kommt von Gott Sache. Und jetzt, wir anfangen mit Gabriel. Gabriel, keine Ahnung, wie heißt es der. Bei uns Muslime heißt der Gabriel Azrael. Azrael ist zuständig nur für die Leute, damit die, der nimmt Ruh. Ruh bedeutet, damit die nehmen Geist oder wie kann man sagen das jetzt? Wenn ein Mann. Flex, hast du irgendwas verstanden, Bruder? Ja, bitte. Flex, hast du irgendwas verstanden? Lass ihn zu Ende reden. Okay. Alles gut. Lass ihn ruhig zu Ende reden. Also Respekt. Weil das Ding ist, er ist ja schon mit Respekt hier reingekommen, deswegen lassen wir ihn auch reden. Er ist respektvoll. Für mich ist es wichtig, wenn jemand mit Respekt reinkommt, dass wir ihn auch reden lassen. Deswegen, dir gehört jetzt die Bühne, wir hören dir zu. Okay, danke schön, Mutti, danke. So jetzt, deswegen Gabriel oder Jebrail oder keine Ahnung, heißt von verschiedenen Büchern ganz anderes. Deswegen die Leute, die kann nicht verstehen. Und dazu, es gibt Ayat, wo du hast jetzt gesagt, Sura, weiß es nicht, welche Sura. Im Koran steht das, ja, Sura steht da. Das Problem ist, dass Sura heißt, ist derogieren. Derogieren ist zum Beispiel jetzt, das Sura ist nur für Propheten, aber das bedeutet nicht von uns jetzt von dieser Zeit. Es gibt zwei verschiedene Sachen jetzt da. Zeit von Prophet Muhammad a.s. oder Zeit von Adam a.s. bis Muhammad a.s. Das bedeutet jetzt, was bedeutet das jetzt? Das muss nicht zum Beispiel jetzt das nehmen Eid. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala hat gegeben bei Muhammad a.s. Hadith. Hadith, wo sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala Qudsi, Hadith Qudsi, direkt Allah subhanahu wa ta'ala das sagt. Aber Hadith sagt nur Prophet Muhammad a.s. Bruder, was hat mit Engel zu tun, Bruder, jetzt? Alles gut, lass ihn. Deswegen, ich sage jetzt,
Deswegen ich sage, Gabriel oder Jebrail a.s. ist zuständig für Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der hat gegeben Wahi. Wahi, das bedeutet Quran Azimushan. Deswegen, jetzt wir müssen das also glauben. Nicht alle, also alle, das alle nicht. Nicht alle, sondern für Muslime, ich sage jetzt. Und Gabriel ist von welcher Religion? Religion von Christen. Gott hat gegeben, jetzt ganz andere Thema, bisschen, nur damit bin ich ja so verstehen, bisschen. Gott hat gegeben verschiedene Bücher, zum Beispiel Tevrat, Zebur, Injil und Koran. Warum Gott hat nicht gegeben eine Bücher? Bücher oder kein Buch, wie heißt das? Warum zum Beispiel? Weil damals die Leute war Jahil. Jahil bedeutet, die versteht nicht. Bis heute zutage, die versteht nicht. Zum Beispiel jetzt, so wie Gabriel. Von verschiedenen Religionen, Gabriel heißt ganz anderes. So wie Gott. Deswegen, wir müssen also ein bisschen verstehen. Gabriel ist ganz anderes zuständig. Azrael okay. ist ganz anderes zuständig. Jebrail ist muss... ganz anderes zuständig. Okay. Wir darf nicht also mischen. Wir darf nicht mischen. Sorry. Okay. Wir darf nicht darf also ich, mischen. Darf ich kurz was sagen? Bitteschön. Okay. Die Frage diesbezüglich ist, oder weißt du was, wir machen das sogar noch viel, viel einfacher, weil anhand der Revelation können wir erkennen, ob dieser Engel sich als Engel Jibril vorgestellt hat. Bitte nimm mal ein Tablet oder ein Computer und lies uns mal bitte Sahih al-Bukhari 3 bitte vor. Genau. Jetzt gucken wir mal, ob dieser Engel sich als Engel Jibril vorgestellt hat. Jetzt schauen wir mal. Bruder, das wird böse. Ich weihe dich, Bruder, ich weihe dich eh nicht. Ich weihe dich, Bruder. Ich hab gar nichts verstanden. Ich hab gar nichts verstanden. Al-Bukhari, weißt du, was bedeutet Al-Bukhari? Bukhari, das ist der ja. Kollege von Flex, der hat Bukhari auseinandergenommen, Bruder. Der kennt jede Schrift von Bukhari. Bruder, bitte, du bist Araber und du machst also hier. Nein, du fragst du Sachen, ob er Bukhari hier. Kennt. Geh doch Aber drauf du machst du Fitna. Geh jetzt drauf okay. ein, bitte. Ich versuch's nochmal. Imran, geh mal bitte in ja. Sahih al-Bukhari 3. Ja, sag mal, kann ja, ich nicht. Jetzt ja, sag mal. Was steht da? Ich sag dir okay. sofort. Bitte, geh mal in Sahih al-Bukhari und lies es uns mal bitte vor. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, genau. Das ist, wenn man nicht seine Schrift kennt. Ja. Von Internet kannst du nicht glauben. Dann nimm das Buch Sahih al-Bukhari 3. Kein Problem. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Da kann ich nicht. Okay. Wenn du das Buch Sahih al-Bukhari 3 nimmst, komm doch mal rein. Habe ich alle Tome, habe ich 7 Tome. Okay, dann such mir Sahih al-Bukhari 3, steht mhm. genau das gleiche drin. Und sunnah.com ist übrigens mhm. aus Ägypten, das ist eine authentische Seite, wo jeder mhm. Zugriff hat. Das ist keine gefälschte Seite, es ist echt. Aber sag mir, was hat das zu tun mit Sahih al-Bukhari, weil mit Gabriel oder mit Gabriel? Weil dieser Engel, ich möchte, dass du selber liest, ob dieser Engel mhm. sich so vorgestellt hat, wie du es gerade interpretiert hast. Deswegen lies mal Sahih al-Bukhari 3. Guck mal, Bruder, wir darf nicht nehmen eine Sache, wenn einer nur Mann sagt. Imran, wir müssen nehmen das, Imran, den Imran, Leute, wenn sagt das. Imran, nochmal, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, alles Gute. Akzeptierst du... Guck mal, weißt du was? Ich habe hier die ganzen Imame hier. Ich lese es dir vor. Welche Imame? Ja, warte, die Gelehrten. Ja, sag mal. Ich lese es dir vor. Ich bin gespannt, ob du wirklich dieses Wissen hast. Ja, natürlich. Nein. Bruder, wir schweifen voll vom Thema ab. Alles gut, wir bleiben beim Thema. Wir bleiben beim Thema, alles gut. Ich will nur kurz was vorlesen. Ich möchte nur wissen, ob er das überhaupt kennt. Kleinen Moment. Ja, bitteschön. Ja, alles gut. Gleich hast du deine Antwort. Emre, hast du studiert, Emre? Ja, habe ich Religion. Ich bin islamischer Lehrer. Du bist islamischer Lehrer? Ja. Und du kennst nicht Sahih al-Bukhari 3? Ich sag dir nur jetzt, was du sagst.
Und okay, also alles Gute. Also wir fangen ganz von vorne an, okay, Imran? Akzeptierst du Imam al-Bukhari? Ich akzeptiere, normal. Akzeptierst du Imam Muslim? Imam Muslim, ja, normal. Akzeptierst du Imam Dawud? Abu Dawud, ja. Akzeptierst du Imam Ibn Majah? Imam Majah ist normal. Okay, akzeptierst du Imam al-Nasai? Al-Nasai. Okay, akzeptierst du al-Tirmidhi? Normal, Imam Tirmidhi, okay. Normal. Alles klar, also, was ist in der Höhle passiert mit Mohammed, als dieser Erzengel oder dieser Engel Jibril kam? Was ist in der Höhle passiert? Weil er hat sich nicht vorgestellt, aber was ist in dieser Höhle passiert zwischen Jibril und Mohammed? Was ist da passiert? Weil du hast ja Islam studiert. Ich denke mal, du hast viel mehr Wissen wie ich. Jetzt schauen wir mal, wie dein Wissensstand ist. Was ist in dieser Höhle passiert? Normal, lass, erzähl mal. Lass ihn reden, alles gut. Also es gibt jetzt da verschiedene Sachen. Jibril a.s., der war mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Höhle, hast du gesagt, ne? So. Ja, was ist in dieser Höhle passiert? Was, ich weiß nicht, welches Thema kann ich das da reden jetzt? Es gibt also verschiedene, deswegen kann ich nicht also entscheiden. Also welche. Es gibt jetzt verschiedene war, Versionen, was in der Höhle passiert ist, oder wie? Der war normalerweise in Jahannam und Jannat. Deswegen, ich sage, welches Thema du meinst jetzt? Bruder, Imran. Bist du Imam oder bist du nur einer, der Islam studiert hat und keine Ahnung mehr weiß? Also alles vergessen. Habe ich schon, Bruder. Habe ich Bibel studiert, habe ich Islam studiert und bin ich jetzt heutzutage in Köln. Was hast du Bibel studiert? Du hast Bibel ja, studiert? Bevor wir müssen in Madrasa gehen, wir müssen studieren Bibel. Was steht in Bibel? Okay, kannst du mir die Kirchenväter mal aufzählen? Wer bitte? Kannst du mir die Kirchenväter aufzählen? Oh je. Du hast die Bibel. Bruder, ich muss ihn testen. Das geht, so lasse ich es nicht durch bei 700 Leuten. Nein. Erzähl mir mal bitte die Kirchenväter auf. Wie meinst du Kirchenväter? Zähl mir bitte die Apokryphen. Zähl mir bitte alle Kirchenväter, weil wenn du studiert hast, musst du das alles kennen. Bitte, ich warte jetzt auf die Antwort. Ich stumme mich jetzt. Guck mal, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat. Nein, nicht Muhammad. Du hast die Bibel studiert. Ich möchte jetzt von dir hören, die Kirchenväter, die Manuskripte. Du bist Christ oder Muslim? Du bist Christ oder Muslim? Ich bin Christ. Ich bin ein Nachfolger Christi. Wenn du sagst, du hast die Bibel studiert, bitte, ich möchte jetzt von dir die Kirchenväter hören. Ich frage dich so einfach jetzt. Nein, Habibi, so geht es nicht. Ich lasse es nicht durch. Du hast gesagt, die Bibel studiert. Du sagst mir jetzt, du erklärst mir jetzt, was du studiert hast an der Bibel. Das geht nicht. So geht es nicht. Studiert habe ich. Das lasse ich nicht durch. Das lasse ich nicht durch. Erkläre mir bitte. Ich möchte jetzt von dir die Kirchenväter hören und der ganze Ablauf. Bitte schön. Ich habe also Altes Testament gelernt. Also Neues Testament habe ich nicht. Guck mal, Bruder. Du hast die Bibel studiert. Guck mal, Bruder, wir machen es noch einfach. Lass mal Mensa reden. Genau, wir machen es noch einfach. Emran, wir machen es die ganz einfach. Zähl uns nur drei Kirchenväter. Nur drei Kirchenväter. Genau, nur drei Stück. Also nicht Sahih Bukhari, sondern Kirchenväter, bitte. Kirchenväter. Drei Stück, nur drei. Sorry, aber ich verstehe nicht auf Deutsch. Okay, warte. Meine Muttersprache. Ach, komm, warte. Willst du uns gerade auf den Arm nehmen oder so? Ich habe ihn. Warte, ich weiß nicht, auf Deutsch habe ich studiert in Mathe. Er hat mit Deutsch nichts zu tun. Saudi-Arabien. Deswegen lerne ich nicht auf Deutsch. Okay, ich mache keine also auf Deutsch. Das ist das erste Mal, was ich mache. Hallo. Emran. Ja, bitte schön. Nenn uns mal die ersten fünf Bücher der Bibel. Erste fünf Bücher der Bibel. Bitte Leute aufnehmen, nehmt das bitte auf, Leute. Die ersten fünf Bücher der Bibel. Boah, weiß nicht, jetzt kommt nicht in meinen Kopf. What? Dankeschön, er hat Bibel studiert, Leute, habt ihr gehört, er hat die Bibel studiert. Dankeschön. Wir haben schon gelernt, guck mal, nur kurz. Wieso lügst du über unseren Glauben? Wieso lügst du über unseren Glauben? Nur kurz, bitte. Wir haben schon, also in Madrasa, in Universität gelernt, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nur ein Prophet. Weil Jesus selber hat gesagt, Emran, wieso lügst du? Warum hast du mich verlassen? Wieso lügst du? Warum hast du mich verlassen? Jesus hat gesagt, Mohammed hat nicht gesagt, wieso lügst du? Emran, bitte sag mal ganz kurz, warum hast du gelogen? Wieso? Wallahi, bei Billah habe ich nicht gelogen. Was? Hab ich nicht gelogen? Du schwörst sogar auf Allah? Willst du zeigen?
Was? Willst du zeigen? Kommt in Köln. Er sagt Wallahi Belay. Er hat die Romani Jami heißt. Romani Jami heißt. Kannst du mich da finden? Ich bin da immer zuständig. Kommst nein, du bitte? Du hast komm. Gesagt, du hast die Bibel studiert. Du kennst aber nicht mal drei komm, Namen. Komm bitte in Romani Jami. Bin ich zuständig nein, da. Nenn mir bitte. Nenn mir bitte selber drei jüdische Gelehrte. Nenn mir bitte drei jüdische Gelehrte. Komm bitte. Komm. Nenn mir bitte drei jüdische Gelehrte. Was habe ich jetzt zu tun mit Jüdischen? Wir reden jetzt über Gott. Du redest gerade schon 20 Minuten. 20 Minuten redest du und du hast uns gar nichts vermittelt. Und jetzt willst du, dass wir auch noch Benzin verbrennen, um zu dir zu kommen, um dann wieder nichts zu verstehen, oder? Emran, komm, wir machen es anders. Ja, Bruder, sag. Jetzt wissen wir, also Moshe, bitte. Richtig. Romani Jamin heißt, Romani Jamin heißt, ich bin da. Guck mal, dein Romani Jamin interessiert niemand. Ich schreibe dir privat. Nein, okay? Brauchst du nicht. Also, wir halten fest, wir halten jetzt fest, Flex hat ihn eine Frage gestellt über den Heiligen Geist. Er hat philosophiert, kam irgendwas, wo keiner verstanden hat. Jetzt komme ich, weil er gesagt hat, ich habe die Bibel studiert. Jetzt weiß er nicht mal die ersten drei, er sagt nicht mal drei Namen, okay, ich will sagen, keine Ahnung von der Bibel. Moschee, Leute, wir offen Bibel, das sind eure Testament, Imame, wir offen Koran, das sind eure Hadith, Imame mit Vorurteilen. Und wir gucken, welcher ist richtig, okay? Ich warte dich, also in Romani Jami. Emran, ja, sei mal leise, lass mal Menschen aussprechen. Okay. Bisschen Respekt. Emran, du hast dich blamiert, sowohl im Islam, sowohl auch in der Bibel blamiert. Bitte, komm, hör auf damit. Das ist Ayib, Ich schreib dir jetzt privat. Das ist Ayib. Ich schreib dir jetzt privat. Nicht, bitte. Wir hören dich Emran, du hast dich total blamiert. Guck mal, du kannst vielleicht so Faxen bei anderen Christen machen, aber hier bist du ganz falsch. Hier bist du wirklich falsch, weil wir kennen den Koran, wir kennen auch die Bibel. Bei uns bist du ganz falsch, Emran. So funktioniert das nicht. Okay. So. Flex, jeder hat gesehen, Flex hat die normale Frage gestellt, ja, der hat philosophiert, aber so extrem philosophiert, dass wir noch nicht mal mehr verstanden haben. Oder? Und dann kam noch dieser Hochmut, ich habe die Bibel studiert und sofort muss ich ihn, Bruder, bei sowas unterbrechen, direkt, weil er kann nicht sagen, ich habe studiert und dann einfach weiterreden, das geht nicht. Wahnsinn. So geht das nicht. Wahnsinn. Hier ist eine falsche Adresse, ganz einfach. Ja. Wie hochmütig. Khanja, das komm, Romani Jami. Aber ganz ehrlich, ich finde das schon ein bisschen traurig eigentlich, weil... absolut. Also wenn ich für eine Religion, Leute, das muss ich kurz mal erwähnen, wenn alle kurz mal stumm gehen würden, dann würde ich kurz noch was dazu sagen. Also Leute, ihr seht ja, wie der Islam ist, ja? Also wenn man für seinen Glaube ständig lügen muss, dann muss man sich Gedanken eigentlich drum machen, ob man wirklich tatsächlich dem wahrhaftigen Gott dient. Wenn du ständig für deinen Glauben lügen und schwören musst, ja, Mel, ich küsse doch dein Herz. Wenn man ständig schwören muss und lügen muss für seinen Glaube, dann muss man sich eigentlich Gedanken drüber machen, ob man tatsächlich den wahren Glaube hat. Also ich, Alter, da muss man sich, also ey, ich könnte das nicht, die ganze Zeit über Gott zu sprechen und ständig zu lügen und sagen, Wallahi. Kann ich nochmal. Das gibt's doch nicht, Bruder. Und dann noch im selben Satz, Wallahi Billahi, ich hab studiert. Ja. Schämst du dich nicht? Ja. Wir haben doch gerade eben getestet, dass du gelogen hast. Du sagst, Wallahi Billahi, ich hab studiert. Komm, vor ins Romani-Jan. Vor allem noch so. Wallahi Billahi. Und das Schlimme ist, du, Bruder, jeder weiß es, dass du Sahih Muslim, Sahih Bukhari studiert hast. Er sagt, weißt du, wer ist Sahih Bukhari? Bruder, ist das dein Ernst? Ist es dein Ernst, Bruder? Es gibt niemanden in TikTok, der mehr redet über Sahih Bukhari außer Flex. Und du fragst ihn, wer das ist. Wahnsinn. Was sind das für Fragen? Also ich bin ehrlich gesagt schon etwas geschockt, wenn ich tatsächlich ehrlich bin. Also ich übergebe mal kurz weiter an Mensa und dann machen genau. Wir uns mit dem Kollege ganz oben. Machen richtig, dann genau. Lass mal Mensa kurz mal reden, genau. Der Bruder. Genau. Ja, Leute, erstens an die ganzen Leute, die mir Geschenke gemacht haben, danke euch. Manchmal vergesse ich das zu sagen. Ja, danke euch für die ganzen. Ihr müsst es nicht tun, ja, aber wenn ihr das macht, danke euch. Gott segne euch alle. Ja, zweitens, ihr habt gerade gesehen, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Ja, der sagt, der hat Bibel studiert. Ja, der wusste nicht mal, was die ersten fünf Bücher der Bibel sind. Er konnte nicht mal drei Kirchenväter nennen. Ja, er hat philosophiert, sogar wo wir ihn über islamische Fragen gestellt haben. Also, das ist einfach lächerlich. Ja, ihr merkt,
sobald man Muslimen Fragen stellt, ja, dann kommt, gibt es Erdbeben. Ne? Erdbeben, bis zum Erdbeben. Also, guck mal, wir Christen, wir müssen nicht lügen. Ja, Jesus meinte, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus wird nur mit der Wahrheit geehrt. Ja, es bringt uns nichts zu lügen, damit jemand zum Christentum kommt, sondern wir ehren Jesus nur, indem wir die Wahrheit sagen, denn er ist die Wahrheit. Ja, jetzt vergleichen wir mal mit Allah. Allah sagt, er ist der beste was? Der beste Täuscher, der beste Listenschmied. Wie zum Teufel kann ein Moslem, kannst du als Moslem einen Gott vertrauen, der sagt, er ist der beste Täuscher? Ein Gott, der sogar die Anhänger von Jesus getäuscht hat. Sie dachten, Jesus ist tot. Warum? Weil Allah sie getäuscht hat. Ne? Und das ist das Problem. Deswegen haben wir heute Islam. Islam basiert nur auf Lügen. Nur auf Lügen. Ne? Mensa. Kann ich bitte weiterreden? Dankeschön. So. Wir können gleich gerne reden, Hakan. Keine Sorge. Ja, bitteschön. Keine Sorge. So. Fakt ist, wenn ihr ewiges Leben haben wollt, ja, es gibt eine Person, der euch das verspricht. Es gibt eine Person, der nie lügt. Eine Person, der nicht lügen kann. Und das ist Jesus Christus. Der uns so sehr liebt, dass er sich für uns geopfert hat am Kreuz. Er hat seine Liebe zu uns demonstriert. Ja, er hat es gezeigt. Nicht einfach nur gesagt, gelabert. Ja, guck mal, wie oft es im Koran steht, ja, Allah ist der Barmherzige, Allah ist der Allvergebende, bla 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 bla. Was hat Allah für die Muslime getan? Gar nichts. Nix. Ja, der Gott der Bibel hat uns so geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sein Sohn ist Mensch geworden für uns. Sein Sohn wurde gekreuzigt am Kreuz, genagelt. Ja, hat sich geopfert. Das Lamm Gottes, das ja, Schlachtopfer. Das Lamm Gottes. Ja, das ist Liebe. Das ist Liebe. Ja, er sagte, es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben für seine Freunde hingibt. Was soll euch Jesus noch zeigen? Gar nicht. Also er hat alles gezeigt. Okay, und er ist am dritten Tag auferstanden und damit bewiesen, dass alles, was er gesagt hat, wahrhaftig die Wahrheit ist. Deswegen kommt zu dem Herrn Jesus Christus und ihr werdet ewiges Leben bekommen. Amen. Damit bin ich fertig. So, Hakan, jetzt kannst du reden. Wer hat sein Leben geopfert? Okay, du kannst dich mit mir unterhalten. Erstmal guten Abend, erstmal Hakan. Ja, genau. Erstmal guten Abend, erstmal Hakan. Hallo. Abu Ganja, so nett bist du. Wie bitte, was? Weil was? Was? Wie bitte? Red mal bitte normal, ich hab dich gar nicht verstanden. Abu, wo ist dein Heiliger der Geister geblieben? Hä? Kannst du mal bitte aufhören, so. Ich erzähl euch jetzt. Guck mal, du kannst nicht mal reden und beleidigst auch noch deinen Heiligen Geist. Wahnsinn. Okay, jetzt bleib mal ruhig. Ihr habt ja was? Angeblich den Heiligen Geist. Was hat er gesagt? Das geht gar nicht. Ja, hör mal zu jetzt. Ihr habt ja angeblich den Heiligen Geist. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gib die rechte Backe. Mach mal dein Gebiss rein, damit warte mal, Flex versucht sich zu konzentrieren. Warte mal, lass Alter, mal Flex hören. Kann ich jetzt Der redet, das hat sein Gebiss, was rausfällt. Ganji. Okay, ihr habt gerade Witze gemacht über Allahu Akbar und alle habt ihr gelacht. Okay, also, dann frage ich mich, so nett seid ihr, euer okay. Heiliger Geist? Darf ich reden? Oder euer Heiliger Geist? Unterhalten? Ihr lacht über einen anderen. Okay, möchtest du weiter stöhnen wie dein Prophet oder lässt du mich reden? So. Okay, jetzt eine Frage, wer ist jetzt am Kreuz gestorben? Darf ich jetzt reden, ja oder nein? Natürlich darfst du reden, aber ich wollte ja mit dem Mensa gerade reden. Er hat gemeint, ich rede mit dir gleich und jetzt kommst du dazwischen und sagst, nee, rede mit mir. Verständlich. Ja, alles gut, rede mal bitte Mensa, mit mir. Mensa, du hast ja gerade gefragt, der ist... Hallo, nein. Bitte, Hakan, bitte, der Horst will mit dir reden. Mensa. Flex möchte mit dir reden, bitte. Hallo, Mensa? Das ist sehr unhöflich. Ist sehr unhöflich, Hakan. Ja, bitte red mit Flex. Moment. Das ist unhöflich, wenn ich gerade über Islam lacht. Ich gehe raus, okay, Leute, Schwester, Brüder. Jetzt nochmal was? Gottes Segen, ich gehe raus. Leider muss ich weg. Ich muss was Wichtiges machen. Ja, wir reden. Gottes Segen euch allen und haut rein und vielleicht später wieder. Danke, Schwester. Gott segne dich. Danke. Ich liebe euch alle. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, ich versuch's jetzt nochmal mit den Hakan. Also Hakan, erstens, wie geht's dir und was bringt dich denn heute hierher? So, mir geht's eigentlich nicht so gut, weil ich gerade gesehen habe, wie über ein
Islam so euch so lächerlich macht. Aha, okay. Wie viele Hände hat dein Gott? Warum macht ihr das? Wie viele Hände hat dein Gott? Ich frag dich und er antwortet nicht. Warum macht ihr das? Wir klären auf. Warum? Wir klären warum auf. Macht ihr euch lächerlich? Wir klären auf. Also, ich antworte. Nicht wir, du. Okay, erzähl. Also, okay. Erstens, wir machen uns lächerlich, weil wir keinen Respekt vor. Ich hab lustig gemacht gerade. Ja, ich erkläre dir doch. Soll ich antworten oder nicht? So, also erstens, wir glauben nicht, dass ihr Gott dient. Ja, ihr dient Satan und wir haben keinen Respekt vor Satan. Wir sehen zum Beispiel in der Bibel Elia, er hat auch die falschen Götter ausgelacht, er hat sie lächerlich gemacht. Ja, deswegen, wir haben das Recht dazu, weil wir respektieren Satan nicht, weil er uns hasst. Okay, wir lieben aber Muslime. Ja, Muslimen lieben wir. Wir lieben und respektieren Muslime. Aber wir haben keinen Respekt vor dieser Ideologie. Wir haben keinen Respekt vor Allah, weil Allah ist nicht Gott. Deswegen. Okay. Aber Flex hat doch gerade Allahu Akbar und seine Mimik wieder aussah gerade. Da war echt gut der Lachen. Aber trotzdem macht man sowas nicht. Aber wenn das dir so passt, dann macht das ruhig da. Alles klar. Okay. Danke dir, Flex. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Predigt. Ja, das nächste Mal bitte manifestiere. Bitte das nächste Mal manifestiere nicht wieder ein Prophet. Ja, genau. Das ist der Wahnsinn. Bruder, mit deinem Pokerface, Bruder, mit deinem Pokerface, aber Wahnsinn. Wahnsinn. Gott segne euch. Ey, Wahnsinn, Bruder. Du hast auch so ein. Gerüchtlich. Bruder, du hast auch noch so ein Pokerface, so ganz ernst. Geh stumm, Ranja, geh stumm, Ranja. Atlas, Isik, wie geht's dir? Danke, Bruder. Gott segne euch. Gott ich grüße euch alle. Grüßen dich. Ich bin eine Türkin und seit 2 Jahren ich bin Christ geworden. Halleluja. Danke. Alle Halleluja. Leute, alle ein Herzchen für den Atlas. Leute, danke, alle ein Herzchen für Atlas in den Chat. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Sehr schön. Ich glaube, seit ein Monat, ich folge dich und ich war sehr stolz auf dich, Flex, weil du machst sehr gut eine Aufgabe. Das ist sehr wichtig. Meine Deutsch nicht so gut, weil seit zwei Jahren... Alles gut, wir verstehen dich. Ja, seit 2 Jahren ich bin hierher gekommen und ich versuche besser lernen, aber ich habe nur 6 Monate B1 gemacht, dann anfangen arbeiten, deswegen ein bisschen niedrig mein Deutsch, aber ich werde mich erklären. Ich und meine Familie 2 Jahre vor wir gekommen und wir kennengelernt Liebe mit Jesus Christus. Ich war als 30 Jahre Muslim geworden, gewachsen. Ja. Und Mensa hat sehr gut gesagt, Islam keine Gottesworte. Islam hat eine satanistische Worte. Das ist auch so denken und so glauben. Absolut. Weil erzeugt täglich Hass. Täglich erzeugt Hass gegen alle Welt. Außer der Muslim erzeugt Hass. Wenn man gehen beten 5-mal täglich, man verflucht verschicken für die ganze Welt. Ja, ja, ja. Auf Arabisch, die Ex-Muslime kann mir geben Recht, weil sie wissen, was genau beten für die Muslime sind. Und ich finde deine Live sehr, sehr gehilfe, ne? Für die, hilfreich. Ja, hilfreich. Für die Menschen mit Liebe kennenlernen kann. Danke. Ja, ich danke dir, Bro. Ich würde das sagen. Und wenn Atlas, darf ich dir noch was sagen? Bitte.
Bist du schon getauft? Ja, richtig. Seit 2 Jahren. Getauft? Ja. Okay. In evangelisch. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Jesus. Darf ich dir eine Schlachterbibel zukommen lassen? Ja, bitte. Ja, du musst mir nur eine Privatnachricht schicken. Ich würde es dir auch morgen gleich rausschicken, die Schlachterbibel. Hast du eine Bibel zu Hause? Ja, habe ich. Was hast du für eine? Ich glaube für die Luca. Luther. Ja. Luther. Luther. Ein Schlachter ist besser. Was ist besser? Schlachter ist besser. Ja. Schlachter ist besser. Ja, ich würde dir mal die Schlachterversion geben. Ich würde sie dir zukommen lassen, wenn du möchtest, nur wenn du willst. Ja, ich will, warum nicht? Okay. Ja, ich will. Das ist Atlas, Abi, kann ich dich was fragen? Ja, bitte, Abu. Du siehst auch, dass Jesus Gott ist, richtig? Richtig. Halleluja, Bruder, Halleluja. Sehr, sehr schön. Gott segne dich. Danke, Gott segne euch. Ich will was sagen, Abu. Ja, ja. Dominik, mach das heute, Dominik. Bei Islam, ich habe, wie ich gesagt, ich habe nur Hass gelehnt gegen alle Welt. Rest nicht. Aber Atlas, darf ich dir ganz kurz was fragen? Ja, bitte. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, okay? Ganz, ganz auf Nummer sicher gehen. Du hast gesagt, du glaubst an den Herrn Jesus Christus, richtig? Richtig. Okay. Ich möchte nur, dass du mir nachredest, damit ich das prüfen kann, ob du die Wahrheit sagst. Ist das okay? Ja, warum? Ja, okay. Ich bin als Christ geworden und ich war ganz sehr froh. Ja, ich war sehr froh. Ganz kurz, ich möchte nur, dass du mir nachsprichst. Ist das okay? Alles gut für mich. Ich kann dir meine Handynummer auch geben. Nein, alles gut, Atlas. Nachsprechen kannst. Kannst du mir nachsprechen? Ja. Ich sage und du sprichst nach. Ist das okay? Alles gut. Okay. Ja, machen wir. Ich möchte nur, dass du sagst, Mohammed ist nicht mein Prophet. Nein, Mohammed, überhaupt nicht, könnte nicht. Alles gut, Bruder Herz. Gott segne dich, alles gut, Atlas. Ich möchte nur, dass du mir nachsprichst. Mohammed ist nicht mein Prophet. Alles gut, darf ich etwas sagen? Atlas, eine Sekunde bitte. Bitte. Ich möchte nur, dass du mir nachsprichst. Das ist einfach nur, ich will nur wissen, ob alles okay ist. Sag nur bitte, Mohammed ist nicht mein Prophet. Mohammed könnte nicht mein Prophet sein, weil er für mich eine Psycho. Atlas. Ja, Atlas. Nochmal wieder von vorne. Es ist nur ein Test, bitte. Ja. Ich möchte nur, dass du sagst, Mohammed ist nicht mein Prophet. Mohammed ist nicht mein Prophet. Amen, Amen, sehr gut, Halleluja. Herr Jesus Christus für mich Gott. Moment, Ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Genau. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben jetzt. Ich gebe dir mein Leben jetzt. Mit Leib und Seele und Geist. Mit Leib und Seele und Geist. Okay, alles klar. Ich glaube dir. Ich glaube, das passt. Das passt. Ich glaube dir. Alles gut. Ich verstehe dich. Kein Problem. Ich nehme das. Kein Problem. Ich habe Koran tief gelesen. Da es gibt nur die satanistische Forderung. Keine Gottes. Das Ding ist, bitte, ich entschuldige mich auch nochmal von ganzem Herzen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu direkt bin, ja. Ich habe nur testen wollen, weißt? Weil manchmal, es gibt Leute, wenn sie reinkommen, dann sagen sie nicht die Wahrheit, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und deswegen, ich wollte nur testen. Ja, danke, kein Problem für mich. Wie ich gesagt, ich bin ehrlich und ich kenne Islam.
Ich kenne Jesus Christus ein bisschen, nicht sehr gut, aber ich kenne Liebe von Jesus Christus. Ich war Betendienst dieser Sonntag. Nicht jede Woche, aber meistens ein Monat einmal. Ich gehe in Betendienst und wo ich höre Jesus Christus in Kirche. In evangelische Kirche. Ich und meine Frau, wir sind zusammen. Ich bin sehr freut mit Jesus Christus kennenlernen. Das ist für mich eine Ehre. Ein Stolz, das ist für mich. Sehr schön. Atlas, ich bin sehr stolz auf dich. Und bitte schick mir eine Nachricht. Ich schick dir eine Schlachterbibel. Morgen. Ich schick dir gleich morgen eins. Per Express. Ich gebe dir mein Adress. Ich will dich kennenlernen, wenn Zeit kommt und wenn du darfst. Das für ja, mich wenn das von der Zeit her passt, ja. Sehr, sehr gerne. Ich schicke dir mal eine Schlachterbibel und dann alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Danke, Bruder. Gott segne euch. Gott segne dich. Gott segne dich. Danke. Ich danke dir. Also Leute, wirklich habt ihr gesehen, wie schön das ist. Ja. Sehr schön, Bruder, ja, das stimmt. Deswegen bitte, versteht mich nicht falsch, Leute. Ich muss immer mal prüfen, ja, weil wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder mal jemanden drinne gehabt, der sich als Christ mal gegeben hat und es nicht war. Und deswegen, man muss einfach mal prüfen. Du hast die Geister geprüft, so wie die Bibel sagt. Alles gut, Bruder. Genau. Laut Bibel müssen wir die Geister prüfen. Richtig, alles richtig, alles richtig. Es ist verständlich, Leute, ne? Da dürfen wir jetzt auch keine... Ja, die heulen sonst rum und sagen, guck mal, der eine gibt sich als Atheist, ist eigentlich ein Christ, guck mal, der gibt sich als Christ, ist eigentlich ein Atheist. Da kommen die so mit so Videos, das ist ja unnötig. Du hast getestet, Bruder, alles gut. Du hast alles richtig. Ja. Man muss prüfen. Jetzt erstmal oben Deutsch und dann jetzt ja. Deutsch. Erstmal Gott segne euch alle. Wollte erstmal, bevor ich eine Frage stelle, erstmal ein riesen Kompliment euch allen hier geben. Also ich fühle mich echt wohl in diesem Live-Chat jeden Tag. Also auch wenn ich mir diese Nachrichten hier im Chat durchlese. Ich bin echt, erfüllt mein Herz jeden Tag. Und okay. Flex, ich habe eine Frage an dich oder auch an jeden anderen hier. Ich bin einfach auch öfters mal in Diskussionen mit Leuten, die an Allah glauben, Muslimen. Bist du Moslem? Bist du Christ? Nein, ich bin Christ. Okay. Ich habe einfach nur eine Frage, wie jetzt, also ich glaube ja auch an, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Dreifaltigkeit, an den Trinität. Ja. Aber Jesus ist ein Prophet. Stumm dich mal bitte, es ist sehr unhöflich. Stumm dich mal bitte ganz kurz, bitte ganz oben, weil das ist unhöflich, wenn wir reden und dann, ja. Du sagst unhöflich, aber du sagst... Kannst du bitte dich stummen? Kannst du dich bitte stummen? Du sagst den Propheten stillen. Hast du keinen Respekt? Okay, raus mit dir. Du beleidigst schon unseren Herrn Jesus Christus. Herr, schon Jesus Christus als nur Prophet zu bezeichnen, ist die größte Beleidigung überhaupt. Und deswegen sagt die Bibel, ihr habt euren Lohn schon empfangen. Richtig, weil Amen. Ihr ihn verwerfen tut. Amen. Ganz einfach. Das ist die größte Beleidigung. Guck mal, da kommt einer 600 Jahre hinterhergedackelt, ja? Ein Pädophiler, der eine 6-Jährige ist, ja? Und dann sagen sie auch noch, ja, das ist unser geliebter Prophet, der eine 9-Jährige anfasst. Und dann sagen sie, hey, das ist unser geliebter Prophet. Ja, ist Deutsch, nochmal. Ja. Sorry, also genau. Also ich weiß halt auch, dass viele Brüder und Schwestern eben auch oft Probleme haben, wenn sie gerade eben mit Muslimen diskutieren, wie sie denen genau verklickern sollen, was die Trinität ist. Ich wollte dich aber fragen, Flex, auch jeden anderen, wie du stichhaltig einfach argumentierst oder mit welchen Argumenten du den Leuten erläuterst, was genau die Trinität ist, mit welchen Beispielen, damit das für die griffbar ist, weißt du, also dass die das verstehen. Wie erklärst du die Trinität? Ich lass mal den Bruder entweder Abu Hanja oder mal Mensa reden, weil die sind richtige Maschinen. Ich meine, ich rede sowieso einen ganzen Tag zu viel. Ich lass mal die Brüder sprechen. Ne? Was war seine Frage nochmal, Bruder? Nochmal ist Deutsch. Ich habe nicht zugehört, ehrlich. Genau. Trinität, also nicht auslegt. Also ich weiß, was die Trinität für mich ist. Ich möchte nur, wenn ich zum Beispiel jetzt in einer Diskussion mit Muslimen bin etc. und die einfach lustig machen dafür, dass sie halt sagen, ja, wie kann ein Mensch Jesus sein, wenn er auf Toilette geht und sowas, weißt du, was denn so? Ja, ganz, Bruder, normalerweise, guck mal, deine Frage ist berechtigt,
Es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Wenn die doch sagen, wir haben gestern, sogar noch gestern, haben wir das, genau diese Thematik, aber da war einer oben, der hieß Yunus. Da hat er gesagt, wie könnt ihr glauben, dass Gott Mensch ist? Ne? Ja. Wie könnt ihr glauben, dass quasi, dass Gott gekreuzigt wurde, dass er quasi stirbt? Dann kannst du ganz einfach antworten. Du musst sagen, ich als Christ glaube nicht, dass Gott Mensch ist. Das glaubt kein Christ, keine Konfession, gar kein Christ auf dieser Welt glaubt, dass Gott Mensch ist. Sondern wir sagen ausdrücklich, weil in der Tora steht auch, Gott ist kein Mensch. Nein, wir Christen glauben, dass Gott Mensch wurde. Nicht, er ist ein Mensch. Weil wir sagen, wir dürfen unseren Herrn nicht einschränken. Als Mose zum Beispiel sprach mit dem brennenden Dornbusch, ist jetzt Gott ein Baum? Wer sprach durch den brennenden Dornbusch? Es war doch Gott, richtig? Korrekt. So, dann könnte man auch gegen die Muslime argumentieren und sagen, okay, dann ist der brennende Dornbusch auch Gott. Dann ist die Flamme und auch dieser Baum ist dann quasi Gott. Richtig? Wenn ich sage, nein, das ist was anderes, sagst du, echt, ja. Dann sag mir doch, was der Unterschied ist. Weil wir sagen, dass Gott durch quasi den menschlichen Körper, durch Jesus gesprochen hat mit uns. Wir beten nicht das Fleisch, wir beten den Geist an, der in ihm war. Okay, und das war Gott persönlich. Richtig. So, hast du jetzt verstanden? Ja, also der am Kreuz hing, war nicht Gott, das war der Körper. Ja? Wir beten nicht den Körper an. Nicht den Körper, sondern den Geist. Und der Geist ist nicht gestorben am Kreuz. Und das verstehen viele nicht. Und ich sage dir, Bruder, für die Zukunft, manche tun so, als würden die es nicht verstehen. Die verstehen schon. Ja? Nicht diese Shisha-Muslime, die hier hochkommen. Die ihre, sag ich mal, ihre Theologen, die wissen ganz genau, wie das gemeint ist. Sie machen das mit Absicht, Propaganda, um zu verwirren. Genau. Und zu verwirren. Deswegen habe ich es gestern in unserem Stream wirklich extra aufgeklärt, habe den Yunus gesagt, bitte, wir fragen mal alle Christen, ob ein Christ daran glaubt, dass Gott Mensch ist. Jeder hat gesagt, nein. Wieso siehst du, das ist ein Vorurteil. Keiner von uns glaubt das. Ja, okay, wer hing an Kreuz? Das war doch Gott. Sag ich, nein, es war nicht Gott. Der, wo gestorben ist, war auch nicht Gott. Wir beten auch nicht einen Menschen an. Ja, weil wir Christen sind absolut Monotheisten. Wir glauben nur an den einen Gott. Wir beten nur den einen Gott an. Keine Propheten. Ich kann das anhand Altes Testament jetzt auch auslegen, ja, dass Jesus Yahweh ist, ja, aber er wurde Mensch. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Jesus ist Yahweh. Warum? Wir lesen in 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Ja, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine, okay? Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, okay? Richtig. Jetzt gehen wir sogar in Epheser, Leute, ja? Wir gehen jetzt in Epheser, okay? Epheser Kapitel 4, 5 lesen wir, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, okay? Und das ist ganz einfach zu verstehen. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in ihn allen. Okay? Und wir lesen auch noch, einen jeder, aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Okay? Also Jesus Christus ist Gott. Ja? Jesus ist Yahweh. Ja? Weil wir dienen nur einen einzigen Gott. Er wurde Mensch, er ist gekommen, dass wir was? Dass wir ihn erkennen. Genau. Ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Unitarier natürlich, die glauben irgendwie nicht daran, warum auch immer. Das sind ja keine Christen, das sind ja auch keine Christen, Bruder. Also, das verstehe ich auch. Das muss man auch klarstellen. Ja. Ja, das verstehe ich auch nicht, aber wir glauben an den einen einzigen Gott. Ich habe euch die Verse gegeben. Wenn ihr es sogar noch klar und deutlich haben wollt, ja, lesen wir sogar aus Nehemia Kapitel 9, Vers 6, ja, lesen wir, du bist der Herr, du allein, du hast den Himmel gemacht, aller Himmel und samt ihren ganzen Herr, die Erde und alles, was auf ihr ist, die Meere und alles, was in ihnen ist, du erhältst alles am Leben. Wer ist das Leben? Jesus Christus. Wer ist die Ewigkeit? Jesus Christus. Ganz einfach, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Ich weiß nicht, warum viele Unitarier sagen, nein, er ist nicht Gott. Doch, er ist Gott. Klipp und klar, er ist Gott.
Das Lamm Gottes, wenn wir jetzt sogar von Johannes zitieren, ja, von Johannes, wenn wir Johannes zitieren, Johannes sagte selber, das ist das Schlachtopfer, das ist das Lamm Gottes. Wenn wir in der Offenbarung gehen, dann lesen wir, ja, das Lamm Gottes ist der Herr der Herren und was? König der Könige. Also wie kann jemand sagen, dass Jesus nicht Gott ist? Das ist krass. Ich kann dir was vorlesen, Stoismus, wie du dich nennst. Ich kann dir was vorlesen. Ich kann dir auch eine Stelle geben, du kannst sie dir speichern, das ist eine meiner Lieblingsstelle und Bruder Mensa liebt auch diese Stelle. Das ist Philipper 2, Bruder, ab Vers 4. Wenn du willst, kann ich dir vorlesen. Ich liebe auch diese Stelle. Ja. So. Lass den Mensa lesen, oder? Wenn du möchtest, Bruder. Mensa, ja. möchtest du vorlesen, Bruder? Du liebst die Stelle. Mach das. Mir ist egal, Bruder, ich kann vorlesen. Stois, hör zu, Bruder. Hier steht zum Beispiel, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern, jetzt wird es interessant, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie wir Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst. Was steht hier? Er hat sich selbst erniedrigt. Siehst du? Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Was ist damit gemeint, Soismus? Alles freiwillig, nicht gezwungen, freiwillig. Er erniedrigte sich selbst und da steht noch oben bei 7, sondern er entäußerte sich selbst. Guck mal, wir sehen hier in 2 Stellen immer, er entäußert sich selbst, ja, und unten lesen wir wieder, erniedrigt sich selbst. Wir sehen jedes Mal dieses sich selbst, freiwillig. Verstehst du es, Deus? Ja, sehr schön. Und vorher lesen wir auch, als er, Vergangenheit, als er in der Gestalt Gottes war, Vergangenheit, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Richtig, genau, ab 2,4, genau. Ich kann dir noch ein Dings geben, eine Metapher. Das heißt also, wenn ein Moslem dir komische Fragen stellt, ja, gib ihm diese Verse, die ich dir jetzt nenne. 1. Johannes, Kapitel 5, 20, komplett, und dann gibst du ihm genau diesen Vers, ja, und zwar Philipper 2,4, genau. Ja. Stoisch, hörst du mich? Ja. Komm mal. Der Sohn und der Geist leitet sich vom Vater ab, wie Licht und Wärme von der Sonne. Dankeschön. Verstanden? Ja, das ist sehr schön. Ja, deswegen ist es äußerst wichtig, dass die jüngere Generation über den Herrn Jesus Christus spricht, weil wenn die Älteren nicht mehr da sind, dann müssen wir übernehmen. Ansonsten überrennen uns diese Heuchler und kommen mit ihren Lügen. Und deswegen müssen wir Apologetik betreiben und darüber sprechen. Ja, sonst, hey, ich habe mir den Wissen in 8 Monaten angeeignet, aber ich bin trotzdem nicht allwissend, ich bin trotzdem hier nicht der Beste, aber ich tue mein Bestes, dass wir das Evangelium verkünden und darüber sprechen. Ja, das ist äußerst wichtig. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen, Dankeschön. Kein Problem, mein Lieber. Ich küsse dein Herz. Bis zum nächsten Mal, ne? Gott segne euch, ciao. Stoys, bevor du gehst, Bruder, ganz kurz für die Zukunft. Ich gebe dir nur einen Rat für die Zukunft. Diskutiere nicht, debattiere nicht mit Menschen, die nicht die Wahrheit wollen. Behalte es für dich, Bruder, weil die Bibel sagt auch eindeutig, wenn du merkst, dass der eine Bruder nicht nach der Wahrheit strebt, dann lass ihn gehen. Lass ihn einfach gehen, Bruder. Verstehst du? Also es wird nur zur Verwirrung und es ist eine Zeitverschwendung. Lieber gehst du zu jemand anders und tust ihm die frohe Botschaft quasi erzählen, als jemand, der verstockt ist. Das bringt nichts. Mhm. Nur so für die Zukunft, damit du Bescheid weißt, Bruder. Denn es steht geschrieben in Johannes 12 und Jesaja 44, nicht die Augen sind blind, sondern die Herzen. Amen, Bruder. Das haben die übrigens von uns geklaut, dieser Spruch, ne, aus der Bibel. Ja, yeah, Jesaja 44 und Johannes 12. Ich weiß, das haben sie von uns geklaut. Ja, gut, deren Bücher ist sowieso eine komplette Kopie, also ist ja nichts Neues. Genau. Also, Dankeschön, Gottes Segen euch allen, schönen Abend euch noch. Gott, dir auch, Bruder. Also Flex, muss ich korrigieren, also Kopie wäre noch, finde ich sogar noch gut. Also es ist noch nicht mal eine Kopie, weil Kopie wäre noch positiv, ja, das ist ja noch nicht mal, das ist ja komplett erfunden. Es gibt ja auch gar keine Ähnlichkeiten, gar keine Verbindung miteinander. Absolut. So, ganz kurz, meine lieben Brüder. Boris, bist du Moslem, bist du Christ? No, ich bin Christ.
Ah, okay. Was möchtest du uns mitteilen heute? Ja, also ich bin Gläubiger Christ von... Bro, ganz kurz, wurdest du geblitzt bei deinem Profilbild? Ja, ich wurde geblitzt. Ist aber schon länger her. Also von mir gibt es nicht viele Fotos und dann habe ich halt das genommen. Okay, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, auch nicht schlecht. Schlecht. Aber Boris, mein Lieber, wenn du keine andere Frage hast oder so, dann würde ich jemand anders noch kurz hochholen und stell einfach noch mal eine Anfrage. Oder will alles was klar, sagen? Alles kein Problem, ja. Hau mir runter, alles gut. Ja. Alles klar, mein Lieber. Gott segne dich. Ja, euch auch, tschüss. I844, mein Lieber, was können wir denn für dich tun? Hallo. Hallo. So, was bist du, Moslem? Bist du Christ? Ich bin Atheist. Okay. Bist du hier, um die Wahrheit zu erfahren oder zu hören? Oder? Ich vergleiche Religion, Religionsgeschichte, interessiert mich sehr. Ich habe die Religion soweit verglichen, also ich bin noch dabei. Ich habe nur immer wieder, stellt sich mir halt die Frage, also im Christentum ist es ja so, dass Jesus als Gott verehrt wird, so habe ich das richtig verstanden. Und was ist mit dem Islam, wer wird da verehrt? Da wird Gott verehrt. Okay, also, und wer noch? Und wer noch? Der Prophet Mohammed. Der Prophet Mohammed, okay. Aber lass mich doch mal kurz ausreden. Nein, ja, gleich kannst du ausreden. Sag mal bitte, dass der Prophet Mohammed nicht dein Prophet und nicht dein, nicht Ding, dass du nichts damit zu tun hast. Ich bin Atheist. Wo ist dein Prophet? Okay, nein, einfach nur sagen, Mohammed ist nicht mein Prophet. Aber lass mich doch mal aussprechen. Ja, kannst du gleich. Sag mal bitte, dass Mohammed nicht dein Prophet ist. Ist das jetzt deine bitte, deine ist doch ganz einfach. Mohammed ist nicht mein Prophet. Alles gut, du bist doch Atheist. Alles gut, du bist sowieso Atheist. Sag nur, Mohammed ist nicht mein Prophet. Nee, mit auch so einer Diskussion habe ich keine Lust. Alles ist, klar, okay. Genau. Oder merkst du, wie schnell das geht? Wie schnell das geht? Jesus Akbar. Virtual Messihu Akbar. El Messihu Akbar. So schnell kann's gehen. So schnell kann's gehen. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ey, wie kann man seinen eigenen Glaube ablegen und lügen? Und reinkommen und sagen, Wahnsinn. Hallo, ich komme rein, ich bin Atheist. Der schämt sich für seine Religion. Der wollte atheistische Fragen stellen. Richtig. Wie kann man so ein Heuchler sein? Bruder, das kommt doch direkt vom Koran. Taqiyya. Du weißt doch, Taqiyya. Wahnsinn. Das wird ihm ja erlaubt, Bruder, dass er Taqiyya machen kann. Wahnsinn. Hey, aber das will es. Mann, ich habe das sofort gecheckt. Weißt du, warum ich das gecheckt habe? An seiner Stimme, Bruder. Genau, die Schwester hat recht. Stimme? Bruder, die Schwester hat recht. Während Ramadan auch noch lügen, ne? Wahnsinn. Wallah billah, wie der vorhin. Wallah billah und lügt. Und der genauso während. Ey, Wahnsinn. Wallah billah. Wallah. 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 Puh, that is insane. Insane. That is not normal. That's crazy. That is crazy. Hallo. Hallo, servus, mein Lieber. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich weiß nicht, wie ihr euch noch traut, überhaupt live zu gehen. Wir? Also was, Albanier. Ganz gut, ich rede ganz kurz. Was haben die mit euch gemacht und ihr geht noch live? Wie traut ihr euch? Nimm ihn runter, nimm ihn runter. Warte mal, du meinst Joga, der seine Fußnägel lackiert hat, meinst du? Der seine Fußnägel lackiert, den meinst du? Ey, ihr könnt nicht, ihr traut euch. Albanier, ganz kurz, meinst du den, der wo seine Fußnägel lackiert? Warte, und der andere, der seinen Bart färbt? Warum traut ihr euch nicht zu debattieren mit denen? Kümmer dich mal um dein Kind, Bruder, mach ihn raus. Er soll sich um sein Kind kümmern. Aber warum debattiert ihr nicht mit dem? Kümmer dich um dein Kind, Habibi. Kümmer dich um dein Kind. Warum debattiert ihr nicht mit dem? Mach ihn weg. Warte mal, ganz kurz. Albanier, sag mal Joker, er soll hochkommen, wenn er sich traut. Sag ihm mal, wir sind hier, er soll kommen. Wir sind hier. Sag mal Joker, wir sind hier, er soll kommen. Okay? Ja, und haben die beide sollen hochkommen. Wisst ihr was? Ich rede sogar ganz alleine mit ihm und ich stelle ihm nur zwei Fragen. Zwei wunderschöne Fragen.
Zwei Fragen, mehr nicht. Zwei Fragen. Und ich gebe euch Brief und Siegel, der ganze Chat wird sich kaputt lachen, weil der hat gar keine Ahnung. Richtig. Ja. Bitte, wir haben jetzt 600 Leute, ganz kurz, holt bitte Liebe zum Hadith, Hamdi und diesen Fußnägellackierer auch ein, bitte. Alle drei. Alle, die können gerne alle kommen. Ist ohne Probleme. Ohne Problem. Aber, ich sag's nochmal, Khanja, Arzach, Menzer, wir müssen keine Fragen beantworten, sondern wir stellen die Fragen. Stellen wir mal Fragen. Wir drehen mal den Spieß um, die sollen mal kommen. Wir drehen den Spieß komplett um jetzt. Wir stellen jetzt mal Fragen. Weil wenn die zu uns kommen, die kommen immer mit Bibelverse. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wenn die zu uns kommen und wir drehen jetzt mal den Spieß um und stellen die mal Fragen. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Ne? Ja, da bin ich immer wirklich gespannt. Aber wir, aber bei dir im Stream gibt es keinen Nagellack, Bruder. Da gibt es keinen Nagellack. Joker, hier gibt es keinen Nagellack. Ja, ist so. Hi, guten Abend. Guten Abend. Wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Gut, geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und euch? Auch gut. Bist du Moslem, Christ? Nee, ich bin Christ und bin einfach nur ganz kurz hochgekommen. Ich wollte einfach nur was sagen, das mir auf dem Herzen liegt. Euer Chat finde ich absolut super toll, wie ihr das macht und so weiter. Und mir liegt einfach nur auf dem Herzen, was ich gerne loswerden würde. Und zwar wollte ich sagen, weil viele sagen, dass Allah und Gott ein Gott ist, was Allah übersetzt Gott heißt. Und ja. Gott hat mir was offenbart. Und Allah ist nicht Gott, auch wenn es übersetzt Gott heißt. Weil unser Gott, der lebendige Gott, hat einen Sohn. Und Allah hat keinen Sohn. Und deswegen kann Allah nicht der wahrhaftige Gott sein. Absolut. Punkt eins. Deswegen kann Allah nicht der wahrhaftige Gott sein, weil unser Gott, der allmächtig ist, hat einen Sohn und sein Name ist Jesus Christus, der Name über allen Namen. Absolut. Das, absolut. Das wollte ich euch einfach nur mitsagen für allen und wünsche euch noch eine unterhaltsame Unterhaltung. Und Gott segne dich. Hey guys, God bless. Gott segne dich, Bruder. God bless, brother. God bless, God bless. Flexa, you're a big fat kafir, man. Stop this. Hey, Islam, brother. Hey, Rob, hold on, hold on. First of all, Rob, how are you doing, my brother? I'm doing fine. I just came from a big live show that I did. I'm a little bit tired, but I was like, hey, I see my brother Flexa and all the beautiful Germans here, these beautiful German kuffar that I love so much. So I think, let me join and, have some fun with brother Flex here of on course, this last course. Day. But by the way, Rob, I have a very serious question. What are you going to do in the next couple of 3-4 hours? What are you doing? Resting, because I was live for 4 hours, brother. Oh, okay. Yeah. Man, and you should take a look on your WhatsApp, man. I'll be texting you all the time. Really? Oh, you mean Telegram, you mean? Yes, in Telegram, sorry. Yeah. Yeah, my bad, brother. I was really busy these days, you know. So, but I will send you a message back. Don't worry. Okay, because I want us to do a live stream together, and I want us to have one topic. I just want to us to plan, me, you, Mensa, or Arzach, or Khanja, and we plan and we make a special topic. You know what we're gonna speak about, and then we start. You know, you just let me know. And I'm gonna send you a message again, or you just send me a message back, and then we can connect together. Sure. Pick any topic. I don't care which topic you like, and let's do this. Ich denke. Let me ask the guys. Arzach, Khanja, Mensa, was wäre denn so eine islamische Topic, was wir besprechen könnten, um jetzt mal sagen wir mal zu entlarven? Was wäre denn das beste Topic? Ich denke, wir können entweder darüber sprechen, ob die Bibel verfälscht ist laut Koran. Richtig, genau. Oder ob Mohammed in der Bibel prophezeit wurde oder irgendwas anderes, keine Ahnung. 100% wollte ich auch sagen, genau. Okay. We can speak about the Quran and the Bible
if it's corrupted, because the Muslims always say the Bible is corrupted, so they have to prove it, and we can make a topic and you know, talk about it, and we can speak about Muhammad, if Muhammad has been prophesied in the Bible, so we can speak about that. Sure. So beautiful topic. Yes, absolutely, absolutely. But you know what, my brother, I think it's time for me to take a break. But you know what, because you are here, we're gonna go for another 30 minutes, maybe an hour, and then I can't stay too much long. I just wanted to come say hi because I'm dead, bro. I did a long live show. I just came from it, no? So I just wanted to come and say hello, and God bless everybody. But maybe when we can set this up, you know, sure, why not? But now I can't. I'm done. I'm cooked for today. It's all fine, man. Take a break. Take a break. All fine. By the way, I think if Ahmad has the time, I think today on the midnight, I'm going to go live with Ahmad. Yeah, maybe after a couple of hours, when the children are asleep or something, we'll see. If I see you, brother, I will join you for sure. Okay, because I'm going to be there. I'm going to ask maybe Mensa, Khanja, or Artsakh if they're going to be there. So, yeah. Yeah. You know, my time period is not like yours, but, you know, if the Lord wills, if our Lord and Savior, the risen Lord, wants us to be together again in a couple of hours, and I have time, why not? Sure. Yeah, okay. All right. We do it like that. All right, Habibi. Yalla, God bless. God bless. God segen, and see you very soon. Yeah, see you soon, my brother. See you soon. So, yes, das war unser Bruder Rob Christian, the famous YouTuber Rob Christian, ne, der sehr, sehr gut über den Islam aufklärt, wirklich sehr, sehr gut aufklärt, auch Fakten bringt, ja, und ja, ganz klare Wahrheit, ne? Und jetzt fehlt nur noch unser Bruder Sam Shamoon, den kriegen wir auch noch hier rein, ja. Ich versuche den Sam Shamoon noch hier reinzukriegen, wenn wir den Sam eigentlich hier drin haben. Das ist eigentlich richtig lustig. Genau. Den Sam kriegen wir auch noch hier rein. Ja. Aber Christian Prince, der möchte nicht. Der macht eher so sein eigenes Ding. Der Christian Prince will nicht. Christian Prince will einfach nicht. Der macht sein eigenes Ding. So. Bruder Mensa, wenn du möchtest, kannst du noch ein bisschen das Evangelium teilen. Ich gucke jetzt, ob wir noch jemanden reinkriegen. Oder, kleinen Moment, vielleicht sehen wir, vielleicht haben wir, wenn niemand da ist, dann, ich weiß nicht. Frag dich, Alessio, gib mir bitte eine Sekunde, bevor ich euch hochhole. Ich hole mal kurz jemanden hoch und dann rede ich mal kurz mit ihm alleine für eine Sekunde. Moin. Servus, mein Lieber. Bist du Moslem? Bist du Christ? Ich bin Christ. Oh, okay. Möchtest du uns was sagen? Ja, also ich war schon mal bei dir drin. Okay. Hast du, glaube ich, schon vergessen. Ja, wir haben täglich sehr viele Leute hier drin. Ja, deswegen. Möchtest du was sagen, oder? Nö. Was war eigentlich das Thema bei euch? Worüber habt ihr denn so geredet? Ich bin ganz spontan reingekommen. Ja, wir werden jetzt gleich über das Evangelium sprechen, aber wenn du nichts zu sagen hast, dann nehme ich kurz jemand anders durch. Also über das Evangelium kann man ja gerne reden. Ja, das macht schon der Mensa. Alles gut. Ach so, ja, ich kann ja zuhören, oder ist das schon? Ich nehme dich wieder hoch, falls du Fragen hast. Ja, okay. Gott segne dich. Gott segne dich, Gott segne dich. Alles gut, Leute, alles gut. Kann ja sein, er hätte ja eine Frage, ich weiß ja nicht. Ne? Also alles gut. Ich weiß ja nicht. Alles gut, Leute. Er kann ja sein, er hätte eine Frage, er kann ja immer wieder hochkommen. Ne? Falls er eine Frage hat, soll er einfach nochmal eine Anfrage stellen. Ist ja okay. Udo, hi, jetzt, mein Lieber. Ja, guten Abend euch allen, ne? Gottes Segen. Gottes Segen, bist du Moslem, bist du Christ? Ja, ich kann erstmal so die Geschichte von mir erzählen. Ich wurde als orthodox Christ getauft, als Baby. Okay. Und dann, wie sagt man, wo ich so 13 war oder sowas, bin ich zum Islam konvertiert, aber nur aus Liebe zu meinem Vater. Aber was dem am Ende auch egal ist, weil nach 3-4 Monaten hat er eher erzählt, es gibt keinen Gott und sonst was. Und ja, wo ich dann immer älter wurde und sowas,
jetzt in den letzten Zeiten habe ich mich immer mehr mit Gott beschäftigt. Also ich suche nach dem Richtigen halt. Dann bist du, glaube ich, hier richtig im Stream. Und ich denke, vielleicht hat es auch einen Grund, warum du heute hier bist. Tatsächlich ist der Herr Jesus Christus wahrhaftig, lebendig. Er lebt auf Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist das Alpha, er ist das Omega. Und ich kann dir Brief und Siegel geben. Er ist der wahrhaftige Gott. Er ist der lebendige Gott, der Mensch wurde und unsere Sünden getragen hat. Das kann ich dir garantieren, dass er unser lebendiger Gott ist. Ja, die Sache ist nur die, in der, wo ich jetzt in der Zeit war, gesucht war, hatte und sowas, da natürlich bin ich auf verschiedensten Theorien und sonst was wegen flache Erde und guck mal, darf ich dir was sagen? Ja. Du kannst jeden Tag zu Allah beten. Er kann dir nicht helfen. Nee, das ist so oder so nicht. Das soll ich mal mit dem reden? Ganz kurz bitte, Leute. Ja. Ganz kurz. Ihr könnt auch gleich alle reden, ist kein Problem. Dieser Gott, den sie anbeten, der kann einfach gar nichts. Ja, er hört nichts, er weiß nichts. Er ist auch laut Islam, wenn ich jetzt schon Verse raushole, es ist ein unwissender Gott eigentlich. Ja, dieser Gott zitiert aus einer bestimmten Sure, dass wir, ja, an Mutter Maria als Gott sehen. Stimmt aber nicht. Ja, denn eigentlich sollte dieser Gott wissen, dass wir an die Trinität glauben, und zwar Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, und wir haben nie Maria zu Gott erklärt, dass Maria Gott ist, haben wir nie gesagt. Daran erkennen wir, dass dieser Gott eigentlich, den sie dienen, ein Jahil ist. Ja, schon mal, der ist kompletter Jahil. Ja, und dieser Gott sagt auch, ja, in Sure 4, Vers 171 sagt er, wir dienen drei Götter. Obwohl in Johannes Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Wir dienen immer noch einen einzigen Gott. Das heißt also, dieser Gott ist ein unwissender Gott. Er wusste nicht mal, was er da überhaupt zitiert oder was er da überhaupt sagt. Und daran erkennen wir, dass wir den wahrhaftigen Glaube haben. Weil dieser Gott, der da spricht, hat gar keine Ahnung, was er da sagt. Ja, und da müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Ja, wir dienen nur einen wahrhaftigen Gott, den wahrhaftigen, den ehrlichen Gott, das Licht, die Wahrheit. Ja, und nicht irgendein Gott, nicht, ja, Arzach? Ich meinte Amen. Amen, ja, genau. Deswegen, ich kann dir eins sagen, die Brüder können dir das ebenfalls bestätigen. Mhm, absolut. Warum die Bibel die Wahrheit ist, ja, erkennen wir an die Prophezeiungen, okay? Ich würde das gerne mal an Abu Arzach, Khanja und Mensa weitergeben, ja, bezüglich Prophezeiungen, die kannst du nachlesen. Ja, ja. Die Jesaja-Schriften, ja, kannst du alles nachgucken, ja. Daran erkennen wir, dass was, dass die Bibel, dass der Gott, dieser Gott, das Lamm Gottes, der Wahrhaftige ist, der Herr der Herren, der König aller Könige. Halleluja. Amen, Amen. Ich gebe mal an Arzach weiter und dann gehen wir mal stufenweise runter, Khanja und dann Mensa. Ich habe eine Frage diesbezüglich, wenn ich anfange. Was bist du für ein Landsmann? Deutschland geboren und sowas, meine Mutter ist Deutsch und mein Vater Tschetschener. Okay. Du bist Tschetschener? Ja, also Vaterseite. Okay, wow. Ja, deswegen hat er doch gemeint, eigentlich Muslim, aber dann doch gottlos, der Vater mit der Zeit. Du bist, Udo, hi, du bist auf den richtigen Weg, ich hoffe, ja, im Namen. Aber kann ich noch was dazu sagen, also wenn man Islam anschaut, also man braucht noch nicht einmal den Koran lesen oder sonst irgendwas, man sieht das einfach so, was in den Nachrichten passiert, was man auf den Straßen sieht. Also, richtig. Also, danke, absolut. Also man muss es menschlich sehen, also jetzt unabhängig von der Religion, ja, also das ist nicht menschlich, was die da machen und sowas. Richtig. Auch selbst bei uns in der Heimat, ja, das sind ja überwiegend islamisch geprägt, ne, und da gibt's auch eine richtige Minderheit von orthodoxen Christen und sowas, und die trauen sich ja nicht mal sich zu outen, dass sie Christen sind und sowas, weil die natürlich Angst haben, verfolgt zu werden. Na. Und dann absolut. Dann, was auch bei uns interessant ist, also Nochi, also das, so nennen wir uns selber, das bedeutet Enkelsöhne des Propheten Noah. Was auch interessant ist, weil wir eine Sprache sprechen, was mit keiner anderen Sprache verwandt ist. Eine sehr isolierte Sprache, das stimmt, ja. Absolut.
absolut. Ich gebe mal an Arzach weiter, der soll uns mal ein paar Prophezeiungen nennen, dann Khanja und dann Mensa. Mensa ist sowieso auch eine. Bevor wir über die Bibel reden, wir müssen erst mal verstehen, welche Religion wirst du dich interessieren? Bist du eher für einen monotheistischen Glauben, Bruder, oder? Na, also ich glaube schon an Gott und sowas. Und ich habe auch schon versucht, also, naja, zu Jesus zu sprechen und sowas. Ja. Aber natürlich nicht einfach, also für mich persönlich. Ich frag sehr bewusst, warum, bevor wir über die Bibel sprechen, muss ich erstmal wissen, ob du überhaupt interessiert bist an der Bibel, weil, wenn du sagst, du bist offen für die Wahrheit, dann frage ich mich erstmal, wie soll erstmal Gott sein, damit du ihn annimmst? Erklär mir mal bitte, wie Gott sein muss, damit du ihn annimmst. Beschreib mir mal bitte, wie du dir Gott vorstellst. Wie sagt man, Gott ist das Wichtigste, was es gibt halt, ne? Und man muss halt, wie sagt man, man kann ja auch nicht das machen, was man möchte halt. Du musst mir aber erklären, wie soll Gott sein, damit du ihn annimmst? Weil du musst ja irgendwelche Ansprüche haben. Na, auf jeden Fall möchte ich nicht. Ich frage dich bewusst, weil ich rede sehr viel mit Atheisten. Also ich weiß genau, was ich dich frage. Deswegen frage ich dich nochmal. Wie muss Gott sein, damit du ihn annimmst? Welche Ansprüche hast du? Ich möchte auf jeden Fall nach dem Tod weiterleben, ne? Wenn's so ja, geht. Gibt es in viele Religionen, auch der Hinduismus glaubt daran. Aber ich frage dich nochmal, wie muss Gott für dich sein, damit du ihn annimmst? Welche Ansprüche hast du an Gott? Wie muss er sein, dass du sagst, an diesen Gott will ich glauben, das ist der ultimative, richtige, eine Gott? Habe ich nie so darüber nachgedacht. Noch nie? Dann helfe ich dir dabei, Bruder. Du bist aber schon sicher, dass du an einen Gott glauben willst, richtig? Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Gott gibt. Also das ist nicht zufällig erschaffen worden oder wie die erzählen mit dem Urknall oder Revolutionstheorie. Also daran glaube ich nicht auf jeden Fall. Okay, also Fakt ist, wir halten fest, für alle Zuschauer, wir halten fest, du willst an einen Gott glauben. Das heißt, du glaubst an einen Schöpfer, an eine Urquelle, richtig? Ja. So, alles andere kommt für dich nicht in Frage. Das heißt, du glaubst an einen Schöpfer, an eine Urquelle, von dem alles angefangen hat, richtig? Ja. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Schöpfer, der kein Anfang und kein Ende hat. Ja, der schon existiert hat, bevor sie kam. Dankeschön. Genau, richtig. So, dann halt mich schon mal fest. Dann kann ich dir schon mal sagen, dann kommen wir schon mal der Sache ein bisschen näher. Genau, da kommen wir schon mal ein bisschen näher. Dann kann ich dir zum Beispiel sagen, im Christentum als Beispiel, glauben wir daran, dass alles, was du hier siehst, das Universum, die Erde, jede Art von Schöpfung ist erschaffen, hat alles hat einen Anfang. Aus biblischer Sicht hat alles einen Anfang, außer Gott. Hat alles einen Anfang. Und alles, was keinen Anfang hat, muss göttlich sein. Und das gibt es nicht außer Gott selbst. Weil Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Den kannst du nicht einschränken aus biblischer Sicht. Gott können wir nicht einschränken. Wenn Gott Mensch werden will, dann wird er es. Du kannst ihn nicht einschränken. Nee, das nicht. Verstehst du, Udo? So, aus islamischer Sicht wird er eingeschränkt. Weil aus islamischer Sicht kann Gott nicht alles. Aus biblischer Sicht sagen wir doch, er kann alles, was er will. Wenn er Gott Mensch werden will, dann wird er Mensch. Wenn er möchte, dann macht er das. Wir schränken ihn nicht ein. Aus islamischer Sicht wird er eingeschränkt. Ich gebe dir nur ein Beispiel, weil du einen Hintergrund... Genau, weil ich gebe dir nur diesen Beispiel, weil du islamisch und christliche Wurzeln hast. Deswegen gebe ich dir so diesen direkten Vergleich. So, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das siehst du zum Beispiel, wo er eingeschränkt wird in seine Gottheit und wo nicht. So, jetzt geht's weiter. Glaubst du daran, an einen Gott, der immer weit entfernt ist von dir, an den du nie nahe kommen kannst? Du wirst ihn nie begegnen. Willst du an so einen Gott glauben oder willst du lieber an einen Gott glauben, wo du quasi eine Beziehung führen kannst, wo du mit ihm kommunizieren kannst, wo du eines Tages sogar begegnen wirst? Welchen Gott willst du eher, also an welchen Gott willst du eher glauben? Na, wenn ich jetzt so sehe, von den Religionen her, dann ist es natürlich die Bibel am logischsten halt, ne? Also erkläre mal den Zuschauer, wieso, damit die nicht denken, es kommt von meinem Mund, sondern ich möchte von dir hören, warum. Na, wie sagt man, laut den islamischen Sicht und sowas, ist er, wie sagt man, Allah, der Lügner, der Täuscher und sowas, also der kann machen, was er, sagen wir so, mit dir machen, absolut, was er will, und du weißt nicht, ob du überhaupt dann ins Paradies kommst oder nicht halt.
Richtig. Und wie sagt man, ich verfolge ja schon den Flex schon einige Weile schon, habe ich auch zum Teil auch auf YouTube seine Videos gesehen. Sehr schön, sehr schön. Ja, und da hat mir schon vieles gezeigt, also dass schon auf jeden Fall der Islam nicht ist. Also das war schon mir vorher bewusst, aber bloß absolut, Flex absolut. Und sowas habe ich halt mehr Informationen bekommen. Sehr. Und genau deswegen macht Flex auch diese Streams, genau damit er Leute erreicht wie dich oder viele anderen. Genau deswegen macht Flex. Nicht für Geld, nicht für Ruhm, nein, nicht für Aufmerksamkeit. Nein, ich erkläre es dir nur, Bruder. Er macht es nur wirklich für alle Leute, die auch Interesse haben zum Christentum. Das heißt, er macht es nicht nur für Christen, er macht es nicht nur für Muslime, er macht es für alle Menschen, damit die näher an Jesus kommen und quasi auch die Dunkelheit aufdeckt. Nur das macht Flex. Und ich genauso, mein Bruder genauso und Mensa genauso. So, wir gehen jetzt mal weiter, Herr Udo. Ja. Erkläre mir mal, definiere mir mal das Böse. Wenn wir von Böse sprechen, dann denkst du direkt an Teufel, richtig? Das ja. So, welche Eigenschaften sind typisch, beziehungsweise typisch diabolisch, was nur den Teufel gebühren? Wir fangen mal mit dem ersten an. Ist für dich Lügen eine diabolische Eigenschaft? Ja. Also wir definieren Böse immer mit dem Negativen. Ja, das ist mir bewusst. Also Lügen ist negativ. Also ist nicht. Nee, wir machen es nur chronologisch. Das heißt, Lügen ist eine negative Eigenschaft und sie gebührt nur dem Teufel. Richtig? Ich denke mal, ja. Sehr schön. Nee, damit wir uns einig sind. Ich möchte nur verstehen, wie du quasi das Böse definierst. Und wenn man zum Beispiel stehlt, also wenn man klaut, ist ja klauen, ist ja ein Dieb. Und ein Dieb ist ja auch eine negative Eigenschaft, wenn man stiehlt. Also stehlen, klauen ist etwas Negatives, richtig? Genau. So, das heißt, wir haben schon mal zwei Sachen. Morden. Also was ganz. Wer darf das Leben nehmen, außer der dir das Leben gegeben hat? Das ist Gott, richtig? Ja. So, das heißt, wenn wir über Morden sprechen, wenn ein Mensch das Leben eines anderen nimmt quasi. Ja, man darf nicht über jemand anderen dessen Leben entscheiden, ob der leben darf oder nicht. Darf ein Mu'min, darf ein Gläubiger über einen anderen richten oder gebührt es nur Gott? Na, nur Gott. Oh, richtig, absolut, sehr gut. Denkst du an den Gott, an den du glaubst, der absolut gerecht ist, der Liebe ist, der barmherzig ist, der allwissend ist? Dieser Schöpfer, denkst du, dass dieser Schöpfer dir, der absolut fern von jeder Sünde ist, der fern ist von jeder negativen Eigenschaft, dir eine diabolische Eigenschaft erlaubt? Kannst du dir das vorstellen? Du meinst jetzt, sagen wir, kannst du es nochmal bitte erzählen? So, denkst du, dass Gott, der absolut gut ist, ja, der absolut gut ist, wahrhaftig ist und gerecht ist, weil wir Menschen sind nicht gerecht, wir Menschen sind nicht wahrhaftig. Es gibt nur einen, der das gebührt, das ist nur Gott, weil Gott ist wahrhaftig. Wir sind Lügner, wir sind Sünder, wir sind Menschen. Gott ist absolut entfernt von jeder Sünde. Was uns Menschen von Gott trennt, ist die Sünde. Die Sünde ist die Trennung zwischen Menschen und Gott. So, das ist die Trennung zwischen irdisch und himmlisch. Jetzt erkläre ich dir noch was. Jetzt stell dir mal vor, der Allmächtige erlaubt dir eine Eigenschaft, die eigentlich die Eigenschaft des Teufels ist, zum Beispiel Lügen. Jetzt kommt die Aussage, ja, wenn du bedroht bist, in einer Extremsituation bist und kurz vor dem Tod, darfst du Notlügen. Jetzt frage ich dich, ist diese Lüge, die eigentlich absolut diabolisch ist, gerechtfertigt, dass ein Gott, der gerecht und liebevoll ist, der entfernt ist von jeder diabolischen Eigenschaft, dir sowas erlaubt? Findest du das okay? Wenn es wirklich brenzlig ist oder sowas, du musst wirklich aus Not lügen. Ja. Denke ich mal, es ist in Ordnung, wenn du wenn du auch drum um Vergebung bittest auch irgendwie. Okay, das heißt, stell dir mal vor, der Gott sagt, du darfst in eine bestimmte Situation, wenn du kurz vorm Tod bist, sagen wir mal jetzt beispielsweise, ein Muslim steht vor dir und sagt, hör mal zu, entweder nimmst du meinen Glauben an oder du bist, dein Kopf ist ab, tick doch sportlich. Und du tust in dem Moment Lügen und sagst, ja, ich bin einer von dir. Aus Notlüge, weil du einfach weiterleben darfst. Findest du das okay? Na klar, also es geht ja um dein Leben halt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Für einen gläubigen Menschen, jetzt rede ich mal aus der Perspektive eines gläubigen, überzeugten Menschen, der absolut überzeugt ist an dem, was er glaubt. Er sagt aber, deswegen frage ich dich jetzt, willst du
für eine Lüge weiterleben oder willst du für die Wahrheit sterben? Ja, wenn so drauf ankommt, dann natürlich für die Wahrheit halt. Ah, also willst du doch für die Wahrheit sterben? Weil du hast ja vorhin gesagt, wenn du kurz vorm Tod bist, wenn jemand sagt, hör zu, entweder du gehörst zu mir, zu meiner Religion oder dein Kopf ist ab. Das heißt, du nimmst die Lüge an, um weiterzuleben. Denkst du, der Schöpfer, hör zu, denkst du, der Schöpfer möchte, dass du mit einer Lüge weiterlebst oder möchte der Schöpfer, dass du für die Wahrheit stirbst als wahrhaftiger Gläubiger? Was denkst du, was möchte der Schöpfer von dir? Weil diese Welt, dieser Dunya, diese Welt ist vergänglich. Das Irdische ist vergänglich. Du nimmst nichts mit. Das ist nur eine Prüfung. Jetzt frage ich dich nochmal. Denkst du, der Schöpfer möchte, dass du mit einer Lüge weiterlebst oder dass du mit der Wahrheit stirbst und dieser Welt weggehst? Für die Wahrheit. Was denkst du? Na, Gott möchte am Ende, dass du seine Worte vertrittst halt. Ne? Richtig, das heißt für die Wahrheit sterben. Ja. Dein menschlicher Verstand hat vorhin direkt geantwortet, nein, ich würde vielleicht lügen, damit ich weiterlebe. Das ist dein menschlicher Verstand. Aber ein Gläubiger, und was der Schöpfer von uns möchte, ist was? Dass du für die Wahrheit lieber stirbst, als mit einer Lüge weiterzusterben. Jetzt sehen wir, dass Allah, dass quasi der Gott der Muslime dir quasi was erlaubt, was eigentlich nur der Teufel gebührt. Das ist die Lüge. Das heißt, Allah, der absolut fern ist von jeder Sünde, fern ist von jeder negativen, diabolischen Eigenschaft, erlaubt dir komischerweise eine satanische Eigenschaft, von der er sich fernhält. Wir Menschen können uns dafür entscheiden, aber Gott ist fern von jeder negativen und diabolischen Eigenschaft, aber er erlaubt es dir. Aber dann frage ich mich, wenn doch Allah will, dass du für die Wahrheit stirbst, wieder erlaubt er dir, dass du für die Lüge weiterlebst? Na, Gott möchte eigentlich nicht, dass wir das machen. Dankeschön. Wieso erlaubt es aber Allah? Siehst du? Und da kommen Muslime ins Stottern, wenn ich mit ihnen rede. Weil das ist bei ihnen ein Knockout. Das ist ein Knockout für jeden Muslim. Deswegen wollen die auch gerne nicht mit mir reden über solche Thematiken. Ja? Das ist ein Knockout für jeden Muslim. Das ist in ihrem Gotteskonzept, ihr Tauhid, ihr Gotteskonzept ist eine Baustelle. Das ist wie ein Kreis. Wie ein beziehungsweise eine Einbahnstraße. Ja, Bruder, jetzt? Hanja. Ja. Genau. Genau, richtig. Verstehst du, Udo, Bruder, jetzt? Ja. Das ist für jeden Muslim ein Schlag in den Bauch, weil die wissen ganz genau, du hast recht, beziehungsweise ich habe recht, aber die würden das niemals, niemals zugeben, sondern ja, aber guck mal, überleg mal deine Frau und dein Kind, die kommen mit Emotionen, um dich quasi von dieser Frage zu beeinflussen, aber du musst sagen, ja, stopp. Das habe ich schon oft gemerkt, wie die so reden. Immer mit Emotionen. Die versuchen dich durch die Emotionen, indem sie deine Mutter, dein Kind immer erwähnen und sagen, ja, wie würdest du reagieren, wenn jemand mit dem Schwert vor deiner Mutter ist, würdest du nicht notlügen? Hör mal zu, Habib. Guck mal, und was Jesus, ich hinzufügen muss, ja, ja, sorry, wenn ich unterbreche. Alles gut, Bruder, alles gut, ja. Udo, du wirst es auch immer merken mit ihrer manipulativen Art und dieses Euphorische, immer dieses, aber ich sage dir ein, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja, dieses euphorische und dieses manipulative, dieses, aber hör mal zu, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja, dieses, ja, nur um dich so zu wickeln, so, weißt du, mit diesen Lügen und so. Halte dich fern davon, Bruder. Ja, aber weißt du, was auch lustig ist? Ne? Ich habe jetzt nicht lange TikTok, das ist jetzt vielleicht so in circa einem Monat jetzt, was ich habe und so. Also, wo ich das installiert habe, wo Ramadan begonnen hatte, nur so eine Kacke. Immer wie die da rumheulen und sowas, habe ich mir auch schon gedacht. Das ist richtig Heuchelei, was sie da betreiben. Ja, dann genau. Genau. Weil, ganz ehrlich, ja. Entweder du sprichst die Wahrheit, aber hör auf, ich muss den so manipulieren. Komm, füg noch mal so ein bisschen so ablenken. So ja, ja, richtig. So vergammelter Honig. So vergammelter Honig. So vergammelter Honig, richtig. Weil die machen das genau. So schlecht, Bruder. Die, genau. Theologisch, Bruder, sind die sehr schwach. Guck mal, Muslime sind wirklich tief theologisch sehr schwach. Sie kommen mit ihren Emotionen, damit die quasi von dieser Thematik ablenken. Genau. Ja, klar. So, deswegen mögen die auch, Muslime mögen Menschen, die in der Ich musste das sagen, Bruder, weil das ist wirklich so ein vergammelter Honig in den Mund schmieren. Ne?
Deswegen, Udo, tut mir leid, Bruder, gut Appetit. Ich musste das sagen. Alles sorry. Gut, alles gut. Deswegen, Udo, an dieser Stelle, Muslime mögen es gar nicht, mit Christen zu sprechen, die rhetorisch sehr stark sind. Und die mögen das nicht. Weil die bekommen dann Fragen, die sie nicht beantworten können oder nicht wollen, weil sie genau wissen, oh, 1K schaut mir zu, wie bei Flex, 500 Leute schauen mir zu, scheiße. Oder sie haben Angst, dass sie wirklich selber zum Nachdenken kommen. Deswegen sage ich dir, das Gotteskonzept im Islam ist komplett eine Baustelle, ist eine reine Einbahnstraße. Du gehst hin, du kannst nicht mehr zurück, weil du denkst, oh. Und dann fällst du irgendwann sogar runter in eine Grube. Knockout. Ein Knockout für jeden Muslim. Deswegen sage ich dir, in der Bibel ist unser Gott, kann man nicht einschränken. Er ist uneingeschränkt. Bei ihm ist alles möglich. Ja, na klar, wenn Gott möchte, dann kann alles werden. Richtig. Absolut, Bruder. Deswegen an dieser Stelle kann ich dir nur ans Herz legen, lies die Bibel, beschäftige dich mehr mit der Bibel, weil wenn ich dir jetzt mit über die Bibel erkläre, Bruder, brauche ich noch wahrscheinlich noch bis heute bis 0 Uhr. Ich mache es zwar gerne, aber wenn du möchtest oder wenn du Interesse hast, du kannst gerne auch in meinen Stream oder von meinem Bruder kommen. Genau. Wir streamen oder, auch ab oder, und zu. Abu Khanja, heute um 0 Uhr. Oder, ja, wenn Flex sagt, heute nur auch 0 Uhr, kein Problem. Ich komme noch mal um 0 Uhr sogar. Ja? Richtig, absolut. Das kommt für mich aber zu spät. Was ich dir mitgeben möchte, Udo. Folg mal bitte Flex, folg Flex und folg mir, Bruder, dann kannst du uns verfolgen, dann werden wir auf jeden Fall noch öfters reden. Nee, also ich verfolge ja Flex schon eine längere Zeit schon. Sehr schön. Oh, okay, krass, wusste ich gar nicht. Okay. Bloß nur... Sorry, ganz kurz, Flex, du warst weg. Er hat erzählt, er kennt dich von YouTube. Ah, okay. Erzähl mal, Udo. Was hast du vorhin gesagt wegen YouTube, Udo? Erzähl mal. Ja, da ist irgendjemand, der tut ja von deinen Livestreams ja die Videos hochladen halt. Ja, genau. Ich weiß, das ist einer aus der Community halt, ja. Ja, der tut ja von mehreren und sowas ja aufnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, wir müssen die Wahrheit sprechen, wir stehen für die Wahrheit und wir sind nicht hier, um mit vergammelter Honig so in deinen Mund zu schmieren und sagen, hey, hör mal zu. Aber weißt du, unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ja, aber war richtig. Der wahre Prophet. Das bringt nichts, das ist nur Wortspielerei, Bruder. Das ist nur Verschönern. Sie verschönern nur dieses Wort, aber mehr nicht. Das bringt dir nichts. Das bringt nichts. Dieses euphorische, weißt du, dieses Mohammed alaihi wasallam, weißt du, die versuchen das so schön so. Flex, ich sag dir, warum die das machen. Ich sag dir, warum. Mit Gammelfleisch so in deinem Mund. Ich erkläre. Wahnsinn. Ich erkläre dir. Also müsste ich für eine Religion so viel lügen? Udo, ich bin ganz ehrlich, da müsste ich mir Gedanken drüber machen, ob das der wahre Gott ist, den ich diene. Ich meine das ernst, Udo. Auch 100%. Wenn wir gerade so drüber lachen, das 100%. Ist 100%. Nee, also da gibt es doch in den Hadith doch diese eine, wo die Menschen den Mohammed doch fragen wegen dem Brunnen, wo doch diese Menstruations... Ach so, ja, genau. Der sagt, Wasser kannst du durch nichts verunreinigen. Genau. Ja, also das ist völliger Schwachsinn. Soll ich das mal erwähnen, Bruder? Du kennst doch den Hadith-Flex, den hast du auch schon mal vorgelesen. Überleg mal diesen Brunnen, da wo... Boah, da war Blutungen, Kot, da war alles drin. Menstruations, alle was Ekel. Du willst. Und er sagt, ja, Wasser kannst du durch nichts verunreinigen. Viel Spaß. Also diejenigen, die mal, das machen, mal, Udo, viel Spaß. Udo, Leute, lasst mich euch mal eine Geschichte erzählen. Ja, das ist eine Überlieferungskette. Das ist sogar eingestuft als Sahih. Okay, Sahih und Moslem, Sahih Moslem, genau. Auf jeden Fall, stellt euch mal vor, Udo, jetzt mal ernst gemeinte Frage. Ja. Ich und du, Udo, wir gehen essen zusammen. Okay? Ich sage zu dir, Udo, hey Udo, lass uns Fufu essen gehen. Ja, afrikanisch mal, richtig afrikanisch essen gehen. So. Jetzt gehen wir afrikanisch essen, das ist eine Überlieferungskette, das kommt nicht von mir. So, wir essen zusammen, ich gucke so meine Hände an, ich habe richtig so mit Mund und so. Und dann sage ich, ah, weißt du was, ich habe gerade keinen Bock, meine Hände abzulecken. Udo, leckst du meine Hände ab? Würdest du das machen? Nee. Ja, aber Mohammed hat in dieser Überlieferungskette gesagt, wenn du deine eigene Hand nicht leckst, der Gegenüber soll deine ganze Hand lecken. Der Mohammed, der hat auf alles, der war Fetisch für alles. So. Bruder, warte mal, deine eigene Hand leckst? Soweit ich weiß, deine Ehefrau soll deine Hand ablecken. Ich kenne es mit Ehefrau.
Nein, nein, da steht nichts mit Ehefrau. Da steht einfach nur drinne, leck, der gegenüber sitzt, der ach so, kann die Hand okay. Okay. Wahnsinn. Also sehr appetitlich auf jeden Fall, ne? Ja. Davor ja. noch in den Achsel gejuckt und dann noch in den Rücken wahrscheinlich und dann noch unter der Hose. Ey, das ist Katastrophe. Katastrophe. Wie kommt man auf sowas? Was sind das für Hadithe? Welche Weisheit haben wir dahinter? Guck mal, komm, nochmal. Wir haben jetzt diese Quelle. Was entnehmen wir jetzt aus dieser Quelle? Warum schreibt man sowas auf? Warum schreibt man sowas auf? Bitte, Udo, jetzt Hand ans Herz. Wieso schreibt man sowas auf? Krank. Ich weiß nicht, also. Warum? Wie kommt kann man ich auf sowas? Ich kann nicht beantworten, warum man nur so. Aber kommt. Bruder, das sind mehrere Quellen. Zum Beispiel, ich sag dir, der Flex, der Bruder Flex hat tausende Quellen. Und ich sag dir, eine andere Quelle. Sie haben Sachen, die will ich nicht mal erwähnen. Ne? Dann frage ich mich oft, was macht ihr mit diesen Quellen? Wieso? Es gibt sogar eine Quelle, Ranja, sorry, es gibt sogar eine nein, gut, Quelle, gut, alles gut. Da sind Dunkelhäutige versammelt, okay? Und sie haben diese gewisse Person alle geritten. Aber ich sag jetzt, ich will jetzt nicht das sagen. Die haben ihn so ordentlich geritten. Also Dunkelhäutige, okay? Die haben ihn alle geritten. Aber ich sag jetzt nicht mehr, ich behalte das lieber für mich, weil das ist sonst respektlos. Ich lasse das lieber. Ja, gibt es wirklich tatsächlich eine Quelle und das ist sogar eingefügt als Sahih. Du weißt, was damit gemeint ist, Udo, denke ich mal. Ne? Da, ich gehe mal davon aus. Also Dunkelhäutige haben auf jemanden geritten. Also das ist sehr heftig, ich bin ehrlich. Also das ist sehr heftig. Ich habe das von anderen Brüdern schon gehört, die Quelle. Ja? Das ist auf Arabisch, die haben es übersetzt und die haben es auch zugegeben. Ich bin ehrlich, ich bin selber schockiert. Ich will die Quelle noch nicht mal vorlesen. Deswegen habe ich nie daran verlangt. Ich wollte sie auch gar nicht, weil sie ist zu schlimm. Die ist zu schlimm. Das ist wirklich schlimm. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist schlimm. Auf jeden Fall, guck mal, Flex hat jetzt ein ganz gutes Beispiel gegeben. Welche Weisheit haben wir jetzt, wenn wir sowas jetzt lesen? Welche Weisheit? Was will uns Gott jetzt sagen? Ne, verstehe ich. Das gibt keine Logik. So, und das ist das Problem. Ihre ganzen Quellen, ob es Koran ist, im Koran, innerhalb oder außerhalb dem Koran, Bruder, die haben Quellen, keiner weiß, was bringen uns diese Quellen. Im Gegenteil, sie verspotten ihren eigenen Propheten. Genau. Das ist die Verspottung einer Propheten. Stell dir jetzt mal vor, es gibt jetzt außerbiblische Quellen über Moses, wo er unten wahrscheinlich, keine Ahnung was hat, Entzündungen unten. Und der musste immer aufs Klo gehen, der hat Dünnschiss gehabt, als war er TikTok sportlich. Moses, Abraham, hat Durchfall gehabt. Es gibt sogar eine noch viel, viel schlimmere Geschichte über, eigentlich bin ich ganz ehrlich, die beleidigen eigentlich Moses. Ja, ich bin heute Abend wieder da um 0 Uhr. Eigentlich beleidigen die sogar Moses, ich bin ganz ehrlich. Stell dir mal vor, du gehst duschen. Ja, Udo, ich zitiere aus einem Hadith, okay? Du musst mir nur gut zuhören, Udo, ja? Weil ich merke, du hast wenigstens das Verständnis zuzuhören und ich bin jemand, ich brauche gar nicht lügen, ich zitiere nur, was in den Hadithen drin ist. So, nee, ich habe schon oft gesehen. Was? Ich habe es oft gesehen, dass du alles gezeigt hast, beziehungsweise... Genau. Nur Quellen. Ex-Muslim oder wie der heißt, ne? Wo der Araber halt. Habe ich auch die Streams geschaut. Ja. Du, tatsächlich, das ist eingestuft als Sahib und da geht es um Moses. Der hatte Scrotal Hernia, TikTok-Sport. Ja? Der hatte eine Krankheit und die Bani Israels haben den ausgelacht. Ja, der ist irgendwo um die Ecke gegangen, hat sich gedacht, so, ah, weißt du was, nee, ich dusche lieber alleine, die lachen mich aus, ja. Duscht und legt sein Gewand auf einen Stein ab, okay, so. Legt das ab, ich weiß schon, dass Abu Khanja lachen tut. Legt sein Gewand auf diesen Stein, okay, so, er duscht, ist irgendwann mal fertig, er will zum Gewand greifen, auf einmal sieht er, der Stein rennt weg. Steine, die wegrennen können. Okay, so. Der Stein rennt weg. Er rennt hinterher. Oh, die Steine rennen weg. Und dann packt er diesen Stein mit seinem Gewand. Ja, Munafir. Ja, Kafir. Ja, Munafir. Kun. Ja, Kafir. Ja, Kafir. Nix auf der Hand, hey, was ist das?
Das ist so krank. Ey, das Bruder, ist so krank. Der schlägt einen Stein, ey. Ey, und weißt du, was das Endergebnis ist? Die Steine waren so verprügelt, dass sie sogar noch einen Abdruck hatten. Ey, wie sie uns. Was? So schlimm beleidigen sie unseren Propheten. Ey. Und welche Weisheit haben wir jetzt? Welche Weisheit entnehmen wir jetzt bei dieser Geschichte? Dass er Steine schlägt, oder wie? Katastrophe. Das ist eigentlich eine Beleidigung gegen das Christentum. Ich meine das ernst, Leute. Ja, absolut. Das ist eine totale Beleidigung eigentlich, aber ja. Wir müssen für solche Menschen beten, wir als Christen, Udo. Wir müssen für solche Menschen beten, weil sie tun uns wirklich leid, weil sie glauben an eine Sache, die keinen Sinn ergibt. Und ja, alles, was der Bibel widerspricht, die Bibel ist da eindeutig, Udo. Alles, was die Bibel widerspricht, weil wir sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, zu 100% das Wort Gottes. Und alles, was der Bibel widerspricht, ist vom Teufel. Es ist nicht böse gemeint, weil wir lieben alle Muslime, wir lieben alle Menschen, auch Hindus, Buddhisten. Alle Menschen lieben wir und respektieren wir auch. Aber alles, was der Bibel widerspricht, ist vom Teufel. Weil sogar die Bibel sagt, wenn jemand mit einem anderen Evangelium quasi uns verkündet, sogar wenn es Engel vom Himmel sind, sogar wenn es Engeln vom Himmel sind, vom Himmel, die uns ein anderes Evangelium quasi verkünden, als das, was uns gegeben wurde, Udo, die seien verflucht. Richtig. Die seien verflucht. Ja? Das ist eindeutig, das ist nicht uns, das ist nicht meine Meinung, das ist nicht die Meinung von Flex oder von anderen Brüdern, das sagt die Bibel. Alles andere ist dämonisch. Ja, das ist ja mir so. Ja, ich habe es ja auch, ich habe mir auch ein bisschen so Dokus geschaut und sowas, dass ja der Jesus ja der immer den neuen Bund den Juden und den Heiden ja alles angeboten hatte, also an ihn zu glauben halt. Und das ist völlig unlogisch, dass der Koran also als nächstes kam und die sagen TikTok sportlich wegen den Juden und Christen, dass die Ungläubige sind und dass man die halt Nackentherapie machen muss. Ja, definitiv. Ich habe die ganzen Quellen, da steht, die Stunde wird nicht kommen, bis alle Muslime quasi, alle Juden, ja, getötet haben. Sogar wenn sich ein Jude hinter einen Stein versteckt, wird der Stein sagen, hallo Muslim, hier ist ein Yehud. Ich habe die ganzen Quellen. Und das ist auf die Zukunft, das ist auch noch auf die Zukunft und das ist sehr gefährlich, TikTok sportlich. Hier geht es um die Zukunft, das ist ja noch abartiger. Guck mal, was in Russland passiert ist. Wer waren das? Das waren genau dieselben Heuchler. Die sind wie Bazillen. Das sind einfach Bazillen, die treiben ihr Unwesen und ich bin ganz ehrlich, das sind so Menschen, also Gnade Gott, also ich möchte nichts Falsches sagen, aber das sind Menschen oder das sind Leute, denen muss man wirklich eine Lektion erteilen. 100%. Das sind für mich Parasiten einfach. Das sind ekelhafte Parasiten, die einfach, die sorgen für Unruhe. Das ist einfach so. 100%. Die sorgen für Unruhe. Und weißt du, was mich noch wundert, Bruder Flex? Ja, wir hatten auch schon mal in einem Stream gehabt, auch einen Tschetschene, der auch zu Christus gefunden hat. Und ich habe auch letztens im Video gesehen, in YouTube, da gab es, aber die haben ihr Gesicht zensiert, das waren Tschetschenen, die zu Jesus gefunden haben. Weißt du, was das Ding ist? Es gibt so viele, die schon zu Jesus gefunden haben, sogar bei den Tschetschenen. Udo, also du bist nicht der Einzige, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß doch. Sie haben Angst, sie haben aber Angst, es öffentlich zu machen, weil sie wissen ganz genau, sie werden von ihrer eigenen Familie werden sie gejagt. Sie werden ausgestoßen, sie werden gejagt und ausgestoßen. Es gibt sehr viele, die schon zu Christus gefunden haben. Und die Tschetschenen sind auch bekannt, dass sie eigentlich bis vor 500 Jahren sogar noch Christen waren. Ja. Sie waren bis vor nicht langer Zeit waren sie noch Christen, Bruder. Die Islamisierung, es tut mir auch, Bruder, vom Herzen weh, weil ich genau weiß, dass Tschetschenen eigentlich Christen waren und dadurch, dass diese Heuchler gekommen sind mit ihrer Manipulation, oh Mohammed sallallahu alaihi wasallam, das ist das Beste. Das ist ein bisschen indisch, Bruder, dieser Tanz. Tschöli, tschöli. Ey. Wahnsinn. Aber es ist traurig eigentlich, weil du musst überlegen, die sind so stolz, auch Türken, Araber, ne? Die sind so stolz auf ihre Religion, aber wenn sie sich mal wirklich mal, wenn sie mal hinterfragen, wie sie Muslime geworden sind, das war nicht mit Liebe, das war nicht mit einer Rose, mit Salamu alaikum, nein. Pure Gewalt. Und das wissen die, ihre Gelehrten wissen das.
Ihre Gelehrte kennen die Wahrheit. Nur geben die es nicht zu. Weil die wissen ganz genau, was. Stell mal vor, Udo, du bist jetzt in einer Moschee. Ne? Und in dieser Moschee wird erstmal erzählt, wie die Islamisierung quasi nach, in der nördlichen arabischen Halbinsel angekommen ist, wo, wie sie nach Nordafrika, in die iberische Halbinsel, wie sie dahin angekommen ist. Wie? Mit Liebe? Wenn es doch eine Verteidigung ist. Flex, kennst du eine Verteidigung, die von Mekka bis nach Spanien angekommen ist? Kennst du so eine Verteidigung? Ich habe hier Lachsfleisch mit Reis. Guten Appetit, Bruder. Wecken lassen. Ja. Nochmal die Verteidigung. Bitte, an alle hier, die zuhören. Kennt ihr eine Verteidigung, die von Mekka bis nach Spanien geht? Also quasi die Araber haben sich in Mekka verteidigt, aber sind irgendwann in Spanien angekommen. Kennt ihr so eine Verteidigung? Ich glaube, du meinst, dass die Spanier sich verteidigt haben? Nein, die Araber, Bruder, ja, die Muslime, die waren doch in Mekka, in Medina. Das war doch denn ihr Gebiet. Die sagen doch aber jedes Mal, wir wurden angegriffen, wir haben uns nur verteidigt. Aber wenn sie sich ja verteidigt haben, was machen die bis nach Spanien? Genau, das ist eine sehr gute Frage, ja, mit ihren. Wie sind die nach Spanien irgendwann angekommen? Wenn ihr euch doch nur verteidigt habt. Wenn du ein Grundstück hast, wir machen jetzt mal mathematisch, ja, du hast jetzt ein Grundstück von 600 Quadratmeter, Udo. Jemand möchte dein Grundstück übernehmen, du sagst nein. Das heißt, er dringt aber in dein Grundstück ein. Du verjagst ihn bis zu deinen Grenzen, richtig? Ja, klar. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das sind einfach. Ich sag dir das mal von meiner Sicht aus, okay? Ja. Die meisten, die diesen Glauben eigentlich sozusagen angenommen haben, die wissen nicht mal, was dahinter steckt, diese versteckten Botschaften. Guck mal, wenn ich mir schon alleine das anschaue, was in Russland passiert ist, Bruder, das ist schon für mich so, das sind für mich so Warnsignale, die bei mir angehen. Absolut. Wo ich ganz ehrlich sage, das sind gewisse Menschen, die muss man, egal, ich sag's lieber nicht, ich will jetzt nicht unchristlich sein, egal. Nein, Bruder, alles gut, Gott segne dich. Aber an dieser Stelle, Udo, wie kommen die bis nach Spanien, wenn sie sich ja nur verteidigt haben? Wie kommt das? Ich kenne keine Verteidigung, die irgendwie noch größer wird. Ich sag doch, du hast ein Grundstück von 600 Quadratmeter, plötzlich hast du ein Grundstück von 2500 Quadratmeter. Hä? Ja, wie denn? Du hast dich doch nur verteidigt, wie kommst du darauf? Was ist das für eine Verteidigung? So, und das ist das Problem. Sie geben nicht zu, sie sind nicht ehrlich. Sie sagen, die Blütezeit der islamischen Invasion, der islamischen Zeit, die Spanier, die Christen unter islamischer Herrschaft haben so schön und friedlich gelebt. Wie bitte? Dann fragen wir doch mal Albaner, dann fragen wir doch mal Serben, dann fragen wir doch mal Armenier, Georgier, syrische Christen, nordafrikanische, die Berber vor allem, dann fragen wir doch mal. Oder die Eritreer, die Habescher, die als Rosinenköpfe bezeichnet werden. Fragen wir doch, ohne Scheiß, die werden als Rosinenköpfe bezeichnet. Und Libanesen, genau. Fragen wir mal diese ganzen Christen aus dem Nahen Osten und aus dem Balkan und aus Europa. Auch geschichtlich, Bruder, historisch, Bruder, ne? Die waren überall, auch bei Jesiden, weißt du, Katastrophe. Bruder, ich sag dir, wenn ich mir das anschaue, was die mit den Jesiden gemacht haben, Bruder, ich habe mir unzensierte Videos, habe ich mir reingezogen, okay? Ja. Weil das ist, Bruder, unzensierte Videos habe ich mir angeschaut, okay? Mhm. Hey, auf eiskalt, auf der, ey, Mann, ich... Ey, was die mit den Jesiden gemacht haben, Bruder. Alter, das tut mir so weh, Bruder, wenn du das Video schon siehst. Ja, schlimm, ich weiß. Nur, guck dir nur das Video an. Alter. Absolut. Das sind für mich gottlose Menschen, die haben eigentlich mit Gott nichts zu tun. Absolut nicht. Die haben mit Gott nichts zu tun. Außerdem, die Araber hassen doch die Türken zum Beispiel und sowas. Und gegenseitig auch umgekehrt. Ja, Türken hassen auch Araber. Ja, aber in den Hadithen steht es ja sogar, da hat ja sogar Mohammed die Türken beschrieben und sowas. Ja, als Gesichter wie ein Schild, die haben so Plattgesichter. Ja, ein belädertes Schild und sowas. Ja. Aber wenn du diesen Hadith einem Türken zeigen würdest, der glaubt es trotzdem nicht. Es ist egal, was du machst, der glaubt es nicht. Ja, kann ich nicht verstehen. Ja. Der glaubt das trotzdem nicht. Kurden werden als Kinder der Dschinns bezeichnet, überleg mal. Ja, Wahnsinn. Das ist abartig. Ganz Kurden, kurz, Leute, die Frau mit dem Buchstabe S, sie hat die ganze Zeit reingeschrieben gehabt, jetzt. Oh, hört man mich? Wir hören dich, was können wir denn für dich tun? Guten Abend. Nee, ich wollte nur kurz was fragen. Und zwar, leider kann ich jetzt nicht so lange drin bleiben, ich muss noch in die Uni.
Aber ich wollte fragen, später um 0 bist du ja live, oder? Die Frage ist, bist du Christ, bist du Moslem? Was bist du denn, Muslima? Nee, ich bin Muslima, Alhamdulillah. Aber darum geht's nicht. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich Muslima bin, sondern ob du später live bist und ob ich dann wieder nochmal reinkommen könnte. Also du kannst reinkommen und dann können wir gerne mal über den Koran sprechen. Ja, okay. Und können wir dann auch ein bisschen über das Menschsein reden? Dann geht das auch, oder? Inwiefern meinst du Menschsein? Das Menschsein bin ich die ganze Zeit. Also ich bin auch jetzt mit dir, während wir jetzt sprechen, bin ich immer noch ein Mensch. Ja, ich weiß. Aber ich meine im Grunde jetzt abgesehen von Religion. Das ist sinnlos. Schwester, das ist nicht böse gemeint. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Okay. Nee, macht also, wenn du möchtest, reden wir später. Also ich frage nur. Ganz kurz, Kanja, also es kann es sein, dass du mir heute einen TikTok geschrieben hast oder ich habe gefragt, wer du bist, richtig? Bist du das? Nee, ich habe dir nicht geschrieben, nein. Du hast mir nicht geschrieben, okay, egal, dann bist du jemand anders, was auch immer, okay. Nee, ich bin also, seit gestern erst dabei. Okay, alles gut, wir können gerne darüber sprechen heute um 0 Uhr, ist gar kein Problem. Jawohl. Aber bitte sei dir sicher. Ja, sei dir sicher, dass wenn wir eine Konversation führen, ja, bitte respektvoll sein. Ich werde respektvoll sein, natürlich. So wie du es jetzt bist. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir über, und wenn wir über das Menschliche reden, ja, über das Menschliche, kann ich dir jetzt schon sagen, ja, ich warne dich jetzt schon mal. Nicht, dass du am Ende reinkommst und sagst, ah, was für ein respektloser Kerl das ist. Der Herr Jesus Christus hat mir gelehrt, ja, dass ich die Dunkelheit aufdecke. Der Islam ist die Dunkelheit. Laut biblischer Sicht ist der Islam vom Teufel. Laut biblischer Sicht, ja. So, das heißt also, ich muss darüber aufklären, ja. Das heißt also, wenn dein Islam, ja, in der Sure 9, komplett Sure 9, die Bibel angreift und sagt, hey, die Juden, die Christen, therapiert sie, der muss sich Apologetik betreiben. Daran wird sich nichts ändern. Ich warne dich nur jetzt schon mal vor. Alles nein, ist, alles gut. Ich bin offen, Mensch. Dass du später reinkommst und sagst, ja, warum redest du über den Islam? Ich warne dich nein, jetzt schon vor. Nein, ist okay. Alles gut. Alles gut. Okay. Nee, ich also bin gespannt. Ich kann leider wirklich... Bist du sicher, dass du 0 Uhr kommen ja? Ja, ja. Also ich denke, wenn nichts dazwischen kommt, komme ich auf jeden Fall. Ich muss jetzt leider lernen gehen. Ich kann leider okay. Nur abends in die Uni, deswegen. Und, ja. Alles gut, kein Problem. Alles gut. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, aber auf jeden Fall, wenn nichts dazwischen kommt, verspreche ich dir, komme ich auf jeden Fall rein. Ja, bist du denn, wenn ich fragen darf? 20. Okay, alles klar. Okay, gut, dann vielen Dank, bis später, tschüssi. Leute. Bis später, ciao, ciao. Gut, Gottes Segen. Bruder, die Sonne hat geschrieben, die Schwester hat die Sonne, die will ganz kurz noch hochkommen, hat sie gemeint. Die will irgendwas sagen, ich weiß nicht. Okay, ist kein Problem, ich hole die Schwester hoch. Und dann, Leute, dann machen wir langsam eine Pause. Udo, hi, mit dir rede ich auch gleich ganz kurz, aber jetzt lassen wir die Sonne sprechen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ich wollte nur mal ganz kurz zu Udo was sagen. Ich als Ex-Muslimin, die Jesus Christus gefunden hat, ja, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und Udo, ich müsste dir nur mal ganz kurz was sagen. Das werden die Brüder dir weiter dann ja weitergeben, falls du es nicht weißt. Ich als Frau spreche, ich darf nicht predigen. Ich bin Christin. Aber ich sage, was mich sehr, sehr wirklich gepredigt hat und was ich so gesagt habe, nee, das macht mir Angst. Das ist nicht der wahre Gott, dass... ich als Muslimin, also Ex-Muslimin bin ich jetzt, dass der Allah mich verfluchen würde, wenn ich nicht mit meinem Mann Geschlechtsverkehr habe, dass er mir irgendwelche Engel in Anführungszeichen schickt, der mich verflucht bis am Morgen, weil ich mit ihm keinen Geschlechtsverkehr habe und habe mich gefragt, warum tut es dann Gott, wenn ich sehr schöner weigere, Punkt. Sehr wenn schöner ich mich Punkt. Weigere als Frau, denn Jesus Christus sagt, es gibt ein Gleichnis, es gibt keinen Unterschied, Frau und Mann, er unterscheidet das nicht, er liebt uns alle, warum soll er mich als Frau bestrafen, wenn ich mich dagegen weigere. So, das war ja so mein Zustand. Und da muss ich sogar noch hinzufügen, Sonne,
du bist wenigstens eine Ex-Muslimin, die wenigstens ihr Gehirn eingeschaltet hat. Das finde ich sehr gut, wenn du das gelesen hast und gecheckt hast, das kann nicht von Gott kommen. Das heißt also, ja, Leute, hört zu. Wenn Sonne, ja, das wird sich jetzt ein bisschen, das geht jetzt Richtung sexuellen Richtungen, aber bitte, Gnade Gott, ja, sorry. Es geht um Gleichnis, Bruder. Es geht um Gleichnis. Zuhören, Leute. Wenn du mit deinem Mann nicht verkehrst, ja, Leute, jetzt müsst ihr gut zuhören. Wenn du mit deinem Mann nicht verkehrst, weil er gerade in dem Moment Bock hat, okay? Mhm. Die Frau aber gerade jetzt nicht. So sollen die Engel kommen und die Frau verfluchen bis am nächsten Tag, ja, bis sie den Mann gehorcht. Das ist doch krank. Das ist krank. Das ist nicht nur krank, Flex, aber jetzt noch eine Frage. Was ist, wenn der Mann zu mir sagt, ich möchte nicht, lass mich in Ruhe. Was hab ich als Frau? Was macht denn da Gott? Was macht denn der Gott dann? Allah oder dieser, den, ja. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich diesen Gott gefunden habe, der auch für mich eine Gleichberechtigung hat und sagt, ich liebe dich, ich liebe alle Menschen auf der ganzen Erde und jeder hat bei mir die Gleichberechtigung. Ganz klar, und das war für mich so Liebe. Er liebt mich und er schickt mir nicht irgendjemanden, der mich, und einen Jahil oder wie heißt denn der nochmal, Shaitan, der mich verflucht oder mir ins Ohr uriniert, wenn ich vergessen habe, wenn ich vergessen habe zu beten. So, bitte. Das war's jetzt nur für mich. Deswegen bin ich dankbar dafür, dass es den Herrn Jesus Christus gibt, der für uns, für alle unsere Sünder alle gestorben Ehre, ist. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich danke dir. Ich danke auch Abu Hanja. Ich wollte aber nur den Udo nochmal erklären, was ich als Frau sprechen wollte und das für mich sehr erschreckt hat, was Allah da macht, was Frauen betrifft, und das ist nicht göttlich. Ganz klar. Vielen Dank. Absolut. Danke. Vielen Dank, Flex. Kein Problem, Sonne. Bei aller Liebe, ich würde gerne alle hochholen, aber bitte verzeiht mir. 0 Uhr bin ich wieder da und dann können wir eine offene kleine Runde machen. Das ist gar kein Problem. Aber jetzt müssen wir eine kleine Pause machen, Leute. Ich streame jetzt schon eine Weile. Und bitte verzeiht mir, Leute. Ne? Bei aller Liebe. Ich sag's euch nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute, für euren Support. Ihr seid die Besten. Ja, ich sage es nochmal. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid wirklich die Besten. Ich meine es ernst. Und dass wir über den Herrn sprechen können. Ja, und ganz, ganz viel Liebe. Und tatsächlich, Leute, ich habe für die Community eine Überraschung. Aber das sage ich euch jetzt noch nicht. Das behalte ich erstmal noch für mich. Ich habe für die Community auf jeden Fall eine richtig geile Überraschung, ja. Deswegen Gottes Segen an alle und Udo, hi, wir sprechen später nochmal. Gut. Alles klar. Aber also, bist du morgen online? Wieder die Zeit, 18 Uhr oder so? Morgen wieder mittags. Okay. Ja. Okay. Also Leute, ich küsse eure Herzen und Leute, Gottes Segen und bis 0 Uhr, falls jeder da ist. Leute, ciao, ciao. Peace out.